So, einen wunderschönen guten Abend. Wir sind jetzt live, glaube ich. Vielleicht sogar schon ein paar Sekunden länger. Ja, guten Abend auch von mir. Guten Abend Sascha, guten Abend Wenke, guten Abend Christiane, guten Abend mög seins NDR, Hand NDR doch tatsächlich. Guten Abend Sonja. Und wir haben noch die Edeltraut, Sterni, Sieben, Doris. Also schönen guten Abend alle zusammen. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich guck mal, ob das hier irgendwie sieht das gerade aus, als wäre unser Pegel schon im roten Bereich. Ja, nee, schön, dass ihr da seid. Heute wollen wir euch mal mit zum Thema Wald und Hochwasser nehmen. Wir haben ja jetzt nicht aus aktuellem Anlass, aber vergangenem Anlass haben wir ja sehr viele Berührungspunkte damit gehabt, auch hier bei uns in der Eifel. Und ja, da wollten wir mit euch mal einfach mal schauen, wie wirkt sich Wald auf Hochwasser aus. Und ja, aktuell ist es ja auch, die Böden sind gut gesättigt. Ne? Ich habe tatsächlich noch gar nicht in den Dürremonitor geguckt, aber ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich dunkelblau aussieht überall. Guck mal, da kann ich ja direkt mal hier reingucken. Ja, also ich sehe es ja, also wenn ihr Tiere habt, dann seht ihr das vielleicht auch. Also bei uns ist es bei den Pferden so, es ist eine Matscherei. Also selbst wenn man über die Wiesen läuft, spritzt einem das Wasser die Hosen hoch. Und natürlich nicht nur Wasser, sondern auch Dreck. Das heißt auf gut Deutsch gesagt, man kann es zu Hause jedes Mal wieder ausziehen. Mich nervt das. Ich laufe einfach gern normal über die Wiese, ohne so wie auf Watte. Aber man sieht ja auch wieder, ich kann es euch auch mal hier kurz freischalten. Mal hier kurz hier, zack. Noch ein bisschen anders. Dann könnt ihr auch was sehen. Genau, hier mal vom Dürremonitor. Also wenn man jetzt mal guckt, also wir sind hier natürlich sehr privilegiert im Westen. Wir sind ungefähr hier. Aber im Osten sieht es ja schon wieder ein bisschen trockener aus, ne? Würde ich sagen. Ja. Also ich glaube, da wird man sich über ein bisschen mehr Regen freuen. Das ist auch irre, wie das quasi hier wirklich wie so eine scharfe Linie quer durch die Republik geht, ne? Ja, genau, so wie die Regenbänder reinziehen. Aber stimmt, die sind, wir hatten starken Südwind und ich gucke halt immer ins Regenradar, weil ich viel Fahrrad fahre in letzter Zeit, weil wir unseren Zweitwagen abgegeben haben. Das ja, soll man ja auch nicht haben. Wir wollen also jetzt weg und ich fahre Fahrrad und bin schon ein paar Mal ordentlich nass geworden. Und man schaut dann ja gerne ins Regenradar, egal ob man fährt oder nicht. Dann weiß man halt, dass man nass wird. Das macht es auch nicht besser, ne? Aber naja, wurscht. Auf Ja, jeden man Fall kann habe sich ich da immer vorbereiten, gesehen. ne? Ja, ja, ich ziehe mir da nichts Besonderes an. Das trocknet schon wieder. Aber da hat man schön gesehen, wie das immer doch von Süd nach Nord durchgezogen ist. Vielleicht kommt da diese Linie zustande. Also ziemlich starke Süd-Südwestströmung, so würde ich es mal genau sagen. Und jetzt gefährliches Halbwissen, aber es kann meiner Meinung nach jetzt, wenn es dann am Wochenende so warm wird, ne, gerade so die oberen Bodenschichten, wenn dann die Vegetation wieder anfängt, richtig Gas zu geben, das zieht natürlich auch unheimlich viel Wasser, ne, aus den Ja. oberen Bodenschichten. Das heißt, das trocknet, glaube ich, sehr, sehr schnell auf. Und ja, dementsprechend freue ich mich immer noch über Regen. Aber wir hatten es ja schon mal mit euch besprochen. Das habt ihr vielleicht schon mitgenommen, vielleicht noch nicht, dass insbesondere alte Laubwälder auf die Winterniederschläge angewiesen sind. Das heißt, wenn es in den tieferen Bodenschichten ausreichend Wasser gibt, dann ist das schon die halbe Miete für den Sommer. Und insofern starten wir dieses Jahr wirklich, zumindest hier bei uns im Westen, aber es sieht ja Das insgesamt ist ja. in größten Teilen Deutschlands wirklich sehr gut aus, wenn man hier den Gesamtboden guckt, auf der linken Darstellung. Genau, Da die ist einfach, also für den Wald ist die linke Seite wichtiger als die mittlere oder rechte Seite. Ne? Also da die tieferen Bodenschichten oder Gesamtboden ist es ja, es sind ja die hohen und die tiefen Bodenschichten. Und da sieht es gut aus. Und das kann dem Wald, wenn er halbwegs intakt ist, auch so schnell keiner mehr nehmen. Ja, ich meine, hier, das könnte natürlich für jetzt eine Neuanpflanzung, ne, wenn es so in ich sag mal, die obersten 30 Zentimeter sind natürlich schon wichtig und deswegen hier auch pflanzenverfügbares Wasser bis 25 Zentimeter. Wenn da zu wenig ist, das kann natürlich schon dann auch zu Ausfällen Ja, führen, ne? und das ist eigentlich, ist die mittlere und die rechte Karte, das sind eigentlich Pflanzkarten. Weil gepflanzte Bäume wurzeln häufig nicht viel tiefer als genau diese Schicht. Und das sind die Bäume, die, egal ob Buche, Eiche, Fichte, Kiefer, die bekommen zuerst Probleme. Und weil halt
Das kennt ihr ja, Fichte, Kiefer, aber auch sehr, sehr viele Buchen und Eichen gepflanzt und gerade Eichen. Also wenn ihr irgendwo einen reinen Eichenwald seht, da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist es Saat, also aus der Vergangenheit, Saat oder Pflanzung. Ganz, ganz selten Naturverjüngung. Saat ist auch gut, da sind die Wurzeln ja auch nicht beschädigt, aber wenn es eine Pflanzung ist, und das haben wir gerade nach den 1990er Windwürfen auf riesiger Fläche erlebt, dass Eiche gepflanzt wurde, wird ja bis heute gemacht, die wurzeln auch als ältere Bäume flach. Und dann haben wir genau die Situation, dass die jetzt schon in einigen Gebieten Deutschlands, das ist schon nicht mehr so ganz doll, also sobald da das ins Orange geht, steht da ja moderate Dürre. Also trocken ist gelb, ne? Moderate Dürre ist, da geht es von Orange bis zur schweren Dürre ins Rot. Und das haben wir schon in einigen Bereichen. Also okay, das ist quasi doppelt menschengemacht. Klimawandel plus Pflanzung. Beides nicht gut. Ja, und die Effekte, ne? Grundwasser, Baumartenauswahl spielen ja auch noch mit rein. Das heißt, wir haben unter Laubbäumen natürlich deutlich mehr Grundwasserbildung. Es kommt viel mehr Wasser in den Boden, wird im Boden gehalten. Und das ist ja gerade das, was wir im Klimawandel auch wollen. Ja, ich würde sagen, bevor wir auf, sind also ganz viele, oder was heißt aber schon einige Fragen reingekommen, übrigens auch noch einige nette Zuschauerinnen und Zuschauer dazu gestoßen. Schön, dass ihr mit an Bord seid. Sollen wir mal mit den Videos anfangen aus 2021? Weil was wir da gemacht haben ist, also wir waren ja hier im Zentrum, ich weiß gar nicht, du hast es glaube ich vorbereitet, dass man erstmal guckt, wie war das denn die Tage vorher? Kam das so überraschend? Ja, da kann geht ich... Geht das? Ich habe das gar nicht so abgesprochen. Ich sage einfach, geht das, Tobias? Mal ganz kurz. Ich proste derweil mal mit einem Kaffee zu. Genau, und zwar bei Kachelmann-Wetter. Die haben das ganz schön gemacht. Und ich habe es auch damals da verfolgt. Auch schon die Tage vorher, weil also ne, insbesondere in der Sommerhalbzeit, da bin ich ein sehr aktiver Hobby-Meteorologe, würde ich sagen. Einfach weil das super spannend ist, wenn man sich mit dem Thema Wald beschäftigt. Ne? Wie sieht es aus mit Niederschlägen? Und da sind natürlich hauptsächlich Sorgen, die einen da so ein bisschen umtreiben dann. Und in dem Fall, also dadurch habe ich natürlich auch Kachelmann-Wetter abonniert. Und in dem Fall war es schon so, dass man schon ein paar Tage vorher im Wetterbericht gesehen hat, okay, gut, hier wird es echt verdammt viel regnen. Und wenn wir jetzt mal gucken, hier zum Beispiel Montag, 12. Juli, da waren die Wettermodelle schon sehr konstant. Und wenn wir uns jetzt mal hier die Bilder angucken. Ja genau, wir müssen vielleicht mal gucken, wo sind wir. Also hier war ja das Hauptniederschlagsgebiet, also jetzt mal plus minus, weiß ich nicht, 10, 20 Kilometer im Umkreis, was zu diesen schrecklichen Fluten im Ahrtal, an der Erft und so weiter geführt hat. Ne? Genau, also wir sind jetzt, also wir sind ja ungefähr hier in dem Bereich und da sieht man schon, hier sind die ganz heftigen Niederschläge auch dann verortet. Also zumindest, das ist jetzt noch aktuell die Vorhersage. Was zeigt das da? Was heißt das, wenn wir gerade mal ablesen? Ich habe, so Skalen sind für mich immer mit, ich habe eine Rot-Grün-Schwäche. Also vorhergesagt waren im Zentrum so um die 150, 200 Liter. Und wir haben, also wir können es nur schätzen, dann tatsächlich bekommen, weil wir haben so einen elektronischen Regenmesser, der hat dann natürlich auch nicht mehr gefunkt, weil hier Internet alles futsch war, Strom alles weg. Aber so um den Dreh rum haben wir auch hier gehabt. Also es ist tatsächlich so eingetroffen. Genau, und hier steht es ja auch. Ne? Selbst im Mittel aller Lösungen waren der Eifel über 100 mm Niederschlag berechnet und Maximum Schwerpunkt 200 mm, also 200 Liter pro Quadratmeter. Das ist wirklich unvorstellbar viel. Ne? Also wenn ihr euch mal überlegt, so ein 10 Liter Putzeimer und das mal 20. Bin ich richtig, ne? Ja, doch. Ja, Tatsache. Große 1x1 ist drin. Also es ist auch umgekehrt, muss man sagen, es ist ein Viertel Jahresniederschlag. Also das, was in einem Vierteljahr fällt, ist hier so grob in 24 Stunden runtergekommen. Ja, ja. Und ich gehe jetzt mal hier ein bisschen weiter runter. Wir hatten hier auch jetzt quasi das Live-Radar. Ja, also wenn du mal ganz kurz guckst, wo wir sind. Mal so genau, wir sind hier ungefähr. Also wir waren erstmal außen vor, ne, so am Rand. Und dann sieht man auf einmal, upsi, bupsi, ne, dieses Blaue, also dieses Dunkelblaue, das ist ja, wie es richtig viel regnet, das ist erstmal so ein bisschen um uns rumgekreiselt und auf einmal brach das hier, ja, und da sieht man jetzt. Das zieht dann hier halt einmal durch, ich weiß gar nicht, warum es. Warum hätten das da auf, weil da ging es ja jetzt richtig los, ne? So, also wir sind hier. Da sind wir, genau, sieht man das? Muss man bewegen nochmal so ein bisschen, kriegt man die Maus nicht irgendwie größer, wenn man so schnell rubbelt. Nee, das nee. Ist nur ganz. Aber ja, also schön im roten Bereich. Ja. Genau, also nochmal hier. Ja,
Ja, immer mittendrin. Und das war wirklich von der, also von den Mengen, die da runtergekommen sind. Also das war ein Tag, ganz normal ein Bürotag, und ich saß dann den ganzen Tag in meinem Büro, und es hat wirklich viel geregnet. Also ihr kennt das vielleicht so, wenn ihr mal so einen richtigen Platzregen mitbekommt, so im Sommer so einen Gewitterregen. Und das aber den ganzen Tag, ne? Also es hat wirklich den ganzen Tag so geregnet. Und dann lief schon wirklich auch echt viel. Also wir sind hier in Wershofen, liegen wir auf so einem Hangrücken. Also ne, da hat sich nirgendwo Wasser groß gestaut, außer so ein bisschen um die Häuser. Ne? Da stand schon viel Wasser. Aber ansonsten ging das auch noch. Und wir haben, man war es, glaube ich, so gegen 16 Uhr, aber müsste ich nochmal nachgucken, fuhren dann auch schon die Ersten aus unserem Team dann nach Hause, weil ne, war ja auch schon klar, dass es viel Wasser, was da runterkommt. Und da gab es schon die ersten Probleme, überhaupt von hier wegzukommen, ne? Weil wir liegen auf so einem Hangrücken und dann muss man irgendwo früher oder später durch eine Senke fahren. Und da war es natürlich schon so, dass diese ganzen kleinen Bächlein über die Ufer getreten sind. Und also wirklich auch unvorstellbar. Also wir haben hier die Bäche, die bei uns in der Gegend sind, die sind von, würde ich sagen, 1,5 Meter im Durchschnitt bis, wie groß ist der Amutsbach jetzt von der Breite? 4 Meter breit. 4 Meter breit, aber wirklich auch nicht tief. Ne? Also da kann man wirklich barfuß durchgehen. Unter normalen Umständen. Und das waren, die waren 50, 100 Meter breit. Also das ist Wahnsinn, wirklich gigantisch. Kann man sich nicht vorstellen. Nee, und wir haben das, glaube ich, an einigen Bächen festgemacht. Die sind von 1,5 Meter Tiefe 10 Meter gestiegen. Da kann man sich vorstellen, wie das dann in die Breite geht. Also es ist irre. Wir haben dazu, weiß ich, wollen wir es jetzt schon zeigen? Ja, klar. Also auch an dem Tag selber habe ich ein Video gemacht, aber ohne zu wissen, was da unten passiert im Tal. Also dass das so eine Tragödie würde, das war mir nicht klar. Also wie gesagt, wir hatten ja gar keine Verbindung mehr. Wir haben einfach nur gedacht, das ist echt viel, was da runterkommt. Also das ist jetzt ein Video, das habe ich gemacht auf dem Weg zur Pferdeweide. Da musst du also wissen, es ist ein leichtes Gefälle. Diese Wiese ist knochentrocken. Und das sah an dem Tag anders aus. So, dann mache ich mal hier einen Übergang. So. Kann mithören. Es ist tatsächlich sehr leise. Aber es geht ja auch viel ums Sehen. Genau, kannst du ruhig fester dran ziehen. Ja, okay, gut. Noch fester. Noch fester? Oh, das reicht immer so. Ja. Das hat sich gerade in einen Fluss verwandelt. Solche Regenfälle habe ich noch nie erlebt. Und es geht weiter bis morgen Abend. Ja, auch das ist der Klimawandel, der mit stationären Tiefdruckgebieten, also die auf der Stelle bleiben und alles abregnen, über Stunden und Tage ganze Landschaften unter Wasser setzt. Also entweder zu viel oder zu wenig Regen. Wir müssen uns halt auf Extreme einstellen. So sah das hier oben bei uns aus. Es ist also sehr viel Wasser runtergeflossen. Es ist überall war ein Riesenrauschen in der Landschaft. Ne? Ihr seid, glaube ich, noch bis zu uns gekommen. Ja, genau. Also ich kann das mal kurz auf der Karte zeigen. Ich war nicht so gesund, ne, die Fahrt. Also so. Eine Sekunde, dann mache ich mal hier kurz auf Satellitenbild. Dann zeige ich euch mal Wershofen, wie es hier in Wershofen, also man kommt aus Wershofen nicht raus, ohne durch ein Tal zu fahren. Also ich meine, dadurch hatten wir natürlich das Glück im Unglück, dass wir hier nicht direkt betroffen waren. Wir waren indirekt betroffen, also hier gab es keinen Strom. Ich ziehe es mal kurz, will noch nicht so, wie ich will. Hier gab es kein fließend Wasser dann auch über viele Tage, aber das war ja, also es ist sehr harmlos, ne? Also im Vergleich zu dem, was anderen Menschen dann widerfahren ist. So, und zwar kann man jetzt mal gucken. Ich hoffe, ihr seht es. Nee, ist noch nicht. Du hast es noch. Okay, ich habe es noch gar nicht geteilt. Das sehe ich gerade. Okay. Ja, so, jetzt kommt's. Ja. Genau, also hier sind wir. Das sieht mittlerweile auch ein bisschen anders aus, aber da ist die Waldakademie. Und hier unten fließt der Amutsbach. Das heißt, wir sind hier wirklich auf so einem Hangrücken, muss man sich das vorstellen. Und hier geht's runter. Das heißt, wenn man hier rüber weg will, dann muss man durch den Bach fahren. Also durch ein Flussbett, wo eine Brücke drüber geht, wenn man über Ohlenhardt fährt. Hier unten fließt der Dreisbach lang. Und hier in dem Südbereich ist auch der Dreisbach. Und dann geht es ja auch tatsächlich schon zur A. Das heißt, egal in welche Richtung man von Wershofen fährt oder geht, man kommt immer durch ein Gewässer. So, und
bei uns war es dann so, dass wir dann gefahren sind und mit Johannas Auto, ein kleines Auto, sind wir losgefahren, haben gemerkt, okay, gut, wir kommen nicht mehr durch. Ne? Also da stand halt schon Wasser auf der Straße und dann auch schon so, dass man die Straße nicht mehr gesehen hat. Und das ist ein Tipp, den man beherzigen sollte, wenn man die Straße nicht mehr sieht, wenn man durch, oder wenn man den Untergrund nicht sieht unter dem Wasser, dann sollte man nicht durchfahren, einfach weil man nicht weiß, was da drunter ist, wie tief das ist, das kann man alles ganz schlecht einschätzen. Und dementsprechend sind wir dann auch wieder zurückgefahren, sind dann wieder nach Wershofen und sind dann, weil wir gedacht haben, gut, dann fahren wir aber noch zu euch, sind wir auf unser Waldfahrzeug umgestiegen. Ich kann euch das mal zeigen. Das ist keine Werbung. So. Das sieht ungefähr so aus. Da ist auch die Luftansaugung hier unterm Sitz. Das heißt, man hat schon eine sehr, vergleichsweise zum normalen Auto, kann man durch sehr tiefes Wasser fahren, ohne dass man, dass der Motor kaputt geht. Noch gefahren und dann kam auch schon, war quasi die Straße gesperrt. Also wir wären über die Straße drüber gefahren, auch wenn da schon das Wasser drauf stand. Aber auf der anderen Seite gab es dann schon einen Hangrutsch und dann sind wir in den Waldweg reingefahren. Und das wurde dann auch immer, das Wasser ist dann immer weiter gestiegen und irgendwann ging mir das wirklich schon bis kurz unter die Knie. Und da dachte ich schon so, jetzt nicht anhalten, aber man will ja auch nicht in Panik geraten, sondern, aber das war schon wirklich unnötig heikel, würde ich sagen. Und ja, also es war wirklich irre und am nächsten Morgen sind wir dann ja auch wieder runtergefahren. Ja, da war das Wasser hat sich dann schon zurückgezogen, aber da sind auch ganz viele Bäume an der Böschung umgestürzt. Das heißt, es gab ja gar nicht nur das Risiko, dass man irgendwie von dem Wasser dann fortgetragen wird, sondern auch das Risiko, dass man vom Baum erschlagen wird. Und das sind alles Dinge, die man in dem Moment überhaupt nicht richtig einschätzen kann. Ungünstig, ja genau. Und da kommen wir mal zu dem Thema, was hat der Wald damit zu tun? Na, es geht jetzt erstmal gar nicht um, wer ist schuld und so weiter, sondern was hat der Wald damit zu tun? Naja, so ein bisschen können wir vielleicht doch drauf, wo Menschen ihre Finger im Spiel haben, wenn wir das nächste Video mal abspielen. Okay, dann lass ich das. Das habe ich ein paar Tage später, wir können mal gucken, warte mal, das drei Tage später im Sauerland aufgenommen und ich war sauer. Im Sauerland. Tut mir leid, der Karlauer musste sein, aber das ist, also mittlerweile kann man da wirklich häufig sehr, sehr ärgerlich werden. Aber schaut mal selber. So. Was ich irre finde, dass das schon 3 Jahre jetzt her ist im Sommer, ne? Also das ist wie die Zeit seitdem verflogen. Ja, und das wird immer schlimmer, ne? Also jedes Mal, wenn man durchs Sauerland fährt, fehlt wieder Wald. Ja. Guten Morgen. Ich bin hier im Sauerland und bin umgeben von Kahlschlägen. Hier sieht man es auch, nächste Kahlschlag. Hier sieht man es, der nächste Kahlschlag. Die Leute schlagen hier die Fichtenplantagen kahl. Klar, die Bäume sterben ab, aber auch stehende Bäume sind Wald. Auch stehende Bäume bremsen Wasser. Und da sind die Harvesterspuren schön hangabwärts und dann ist völlig klar, dass das Regenwasser, man hört ja auch den Bach rauschen, dass das Regenwasser natürlich hier sehr, sehr schnell bergab fließt. Ne? Also wir gucken mal hoch, das ist hier, man sieht es gar nicht so gut. Ich gucke mal, ob ich da ein bisschen reinzoomen kann. Nee, kann ich nicht. Es ist sehr steil, wie so eine Skipiste und dann schießt das alles hier runter und der Harvester ist immer schön den Hang rauf und runter gefahren. Und so laufen natürlich dann auch die Fahrspuren, die wie eine Entwässerungsrinne wirken. Und so ganz allmählich würde man bei den Leuten mal wirklich mal gerne an die Stirn klopfen und sagen, geht's noch? Ihr macht unsere Umwelt kaputt und ihr sorgt mit dafür, dass das Wasser unten so massiv und so schnell ankommt. Also es wird dringend Zeit, dass wir Forstwirtschaft in Deutschland ändern. So, und ich weiß gar nicht, ob wir es mal direkt durchziehen, die anderen Videos. Vielleicht muss man dazu sagen, also was wir gemacht haben, ist, wir haben anschließend mal geguckt, wie sieht es denn im Wald aus? Wie sieht es in so einem Wald aus? Also Stichwort Sauerland. Da hat es übrigens auch kleinere Überschwemmungen gegeben oder größere. Ich weiß es gar nicht so im Detail. Und schauen mal jetzt ihn nochmal 200 Meter entfernt von der Pferdeweide in ein altes Buchenwaldreservat mit über 200-jährigen Buchen, seit Jahrzehnten nicht bewirtschaftet. Der Boden weitestgehend ungestört.
Was hat das Hochwasser da gemacht? Das kann man nämlich richtig gut sehen. Wir sind hier in Hümmel und Wershofen, ja, im Epizentrum der heftigen Niederschläge der Flutkatastrophe. Und wir schauen uns mal an, wie es im Wald aussieht. Wir sind hier in einem Buchenreservat mit 200-jährigen alten Buchen. Na, wo sind sie denn hier? Hier stehen sie auch. Und wir stehen hier in einem steilen Hang. Sieht man vielleicht nicht ganz, aber ich stehe hier wirklich in Ischnitz, muss man hier sehr, sehr angewinkelt stehen. Wir stehen hier im steilen Hang und man sieht hier nirgendwo Fließspuren von Wasser. Und das trotz dieser, ja, geschätzten 200 Liter pro Quadratmeter. Woran liegt das? Hier fällt halt der Regen gebremst durch die Blätter und er wird doch größtenteils aufgenommen vom intakten Waldboden. Mal weiter gucken, was geht. Es gibt so ein paar Videos in Kette. Auch hier ein bisschen weiter unterhalb keine Spuren von fließendem Wasser. Also hier kommt ja dann langsam eine ganz schöne Summe zusammen bei solchen Niederschlägen. Wald ist nicht umsonst die Vegetationsform, die am wenigsten Erosion zeigt. Unter Wald bauen sich Böden sogar auf. Und bei den meisten anderen Vegetationsformen baut sich Boden ab, das heißt, wird weggeschwemmt. Und wenn unter Waldboden nichts weggeschwemmt wird, sondern sich durch Gesteinsneubildung sogar der Boden langsam immer stärker vermehrt, dann zeigt das ganz klar, dass Wald extrem unanfällig ist für Erosion und für Flutereignisse, solange er intakt ist. Die Bäume halten das alles mit den Wurzeln fest. Es wird, wie gesagt, gebremst durch das Kronendach, der Regen. Der Boden ist wie ein lockerer Schwamm und saugt das alles auf. Es ist wirklich pratschenass hier, aber eben hat das eben schön alles aufhalten können. Ja. Ein Bild geschickt hier parallel. Und es gibt noch ein paar Videos. Ja, das ist aber hier in dem Hochwasserort. Ja, genau. Einfach, weil wir das dann mal systematisch untersucht haben. Hier jetzt noch weiter unten am Hang haben wir mal eine ganz kleine Stelle, wo man mal sieht, dass Wasser geflossen ist. Ne, hier so ein bisschen, aber eben ganz, ganz klein bisschen. Das ist also sehr, sehr wenig, was dieser Wald zum Hochwasser des nächsten Bachs beigetragen hat, den wir uns jetzt mal anschauen. War das hier, oder? Müsste. Na, eine Station machen wir noch vor dem nächsten Bach und zwar hier. Jetzt ganz unten sieht man so ganz klein bisschen in dieser Rinne weggespült. Da kommen überall die Wurzeln raus. Das Weiße sind auch Wurzeln, die von Pilzen ummantelt sind. Pilze zum Beispiel haben ein dichtes Geflecht im Boden, was den Boden ja auch festhält. Auf einen Teelöffel kommen teilweise über 1 Kilometer Pilzfäden. Also das ist alles verwebt und hält, ne? Also hier sieht man das ganz schön. Wir sind ja immer noch im Bereich hier der Streuauflage, noch gar nicht im Bereich der echten Erde, hält das alles sehr, sehr schön zusammen. Ja, tut mir leid, alles zusammengeschnitzt. Ne? Ihr seht schon, das war, glaube ich, für Instagram oder so. So, jetzt sind wir im Bachtal angekommen. Man hört den Bach hier auch fließen. Man sieht ihn auch, sieht wieder ganz harmlos aus. Aber auch hier im Bachtal selber sind keine Zerstörungen, weil hier überall Bäume stehen, die das gebremst haben, die verhindert haben, dass Boden weggeschwemmt wird und auch eben von oben aus dem Wald ist nicht viel Wasser in den Bach geflossen. Na. Hier haben wir einen kleinen Hangrutsch auf den Weg. Ja, und der Weg ist eben nichts Natürliches. Ne? Also da haben früher eben Menschen, logischerweise, weil man halt in den Wald kommen will, ist ja auch in Ordnung, hier mit der Raupe, die den Hang angegraben, angeknabbert und weggeschoben und eine steile Böschung geschaffen. Und da ist das System eben gestört. Und das sieht man bei solchen Starkregenereignissen. Der Boden saugt sich voll und nach unten, wo der Weg ist, fehlt die Stütze. Und dann rauscht eben manchmal eine riesige Portion Erde, sogar mit Bäumen, die noch draufstehen, ein Stückchen weiter runter. Das war, glaube ich, das letzte, oder? Nein, eins war. Das war nur ein Bild. Ist das nur ein Bild? Ach, Tatsache. Na gut, okay, das können wir weglassen. Das ist der Hangrutsch. Ja.
Nochmal. Ich habe aber auch nochmal, weil deswegen habe ich es gerade eben nochmal geschickt zum Thema Erosion. Ich hoffe, das ist es. Genau. Und zwar an der A, das ist jetzt auch dieses Jahr erst entstanden, das Bild. Und ich fand es einfach, ich habe kurz angehalten, ich bin mit dem Fahrrad vorbeigefahren. Habe kurz angehalten, weil das einfach so beeindruckend ist, wie Bäume Erosion aufhalten können. Ne? Und wir haben hier, das ist an der A und man sieht ja auch noch, dass das alles so planiert ist. Das sind auch noch Flutfolgen. Und hier haben wir einfach einen einzelnen Baum und der hält halt mit seinem Wurzelwerk diese Insel zusammen. Ne? Also, oder was heißt die Insel? Die Insel steht ja nur, weil dieser Baum das mit seinem Wurzelwerk alles zusammenhält. Und man sieht es nicht so gut, aber es fließt hier links und rechts dran vorbei. Und fand ich eigentlich so einfach ganz schön, das zu sehen. Ne? Also wie, was so ein Baum für einen Einfluss hat. Und das ist da quasi in dem Bereich, sind da ganz viele so Inseln, die von den Bäumen zusammengehalten werden. Also ich finde das insgesamt beeindruckend, auch hier dein Inselbild übrigens, weil das vergisst man nämlich, die Masse dieser Schlammlawine wächst ja um die Menge des Bodens, der da mitgerissen wird. Ne? Also das Gesamtvolumen steigt ja von so einer Schlammlawine. Das heißt also, erstmal die Höhe der Flut wird höher, logischerweise, wenn man da mehr Zeug reinkippt. Ne? Also einfaches Beispiel, ihr geht in die Badewanne und der Wasserstand steigt. Ne? Ihr könntet statt euch natürlich auch ein paar Eimer Erde reinkippen, da würde der Wasserstand auch steigen. Das heißt, der weggerissene Boden hat die Flut erhöht. Hast du das schon mal als Thema irgendwo gehört? Also ich ehrlich gesagt noch nicht. Das ist ja ein riesiges Volumen, dass das angestiegen ist. Ja. Also die Erosion spielt eine ganz, ganz große Rolle für die Höhe der Flut. Also insofern spielt der Wald eine Rolle. Und ich habe das bei diesem Bach, den ich da in dem Video gezeigt habe, auch nachvollzogen. Wie hoch ist der angestiegen? Also ich habe das vorhin schon mal gesagt. Diese kleinen Bächlein, Meter breit oder so, sind teilweise 10 Meter gestiegen. Von wenigen Zentimetern auf über 10 Meter Höhe. Und in diesem Bachtal, da sieht man ja, wo das Laub am Rand weggespült ist. Also wenn eine Flut lang rauscht, wird ja alles weggerissen. Also die Blätter natürlich zuallererst. Und an dem Bereich kann man eben gucken, wie hoch war das Wasser, wie hoch sind die Blätter weggerissen. Das war bei dem Bach, glaube ich, einen halben Meter. Also dieser Bach ist nur einen halben Meter gestiegen und auch nur deswegen, weil auf der anderen Seite eine Pferdeweide ist und kein Wald. Also es hat praktisch nicht viel gemacht. Unfassbar. Ja, das ist das, was ja Waldböden im Prinzip machen. Also es gibt zwei Punkte im Prinzip. Einmal das Wasser zurückhalten, dadurch, dass wir quasi ein größeres Wasserhaltevolumen im Boden haben. Aber andererseits auch die Erosion zu stoppen. Ne? Das heißt also, der Wald schützt vor zwei Dingen, insbesondere die beim Hochwasser dann relevant sind. Und da forscht man ja gerade dran. Ich habe es noch gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wer es von euch geschrieben hat. Also ich auf die Schnelle nicht. Aber das insbesondere in Süddeutschland oder ich sag mal, in der Alpenregion spielt das natürlich eine große Rolle, auch diese Schutzwirkung von Wäldern. Man hat es ja im Prinzip jedes Jahr, wenn die Schneeschmelze kommt, dann kommen ja gigantische Wassermassen auch dann die Berge runter, ne? Auch gerade was so das Thema Wasserführung dann angeht, da ist man einfach deutlich fitter. Hier wurde ja nach der Flut alles ein bisschen wie im Wilden Westen, würde ich sagen, dann wieder in Form gebracht und viele Dinge wurden da dann aus Aktionismus gemacht, ne, die man vielleicht eigentlich nicht hätte so machen müssen, wo man vielleicht auch mal mit Experten dann auch aus dem Alpenraum hätte sprechen sollen, um das wirklich dann nachhaltig zu verbessern. Ja, ich glaube, da wird vieles jetzt in den nächsten Jahren auch noch angepasst. Klar, da ging es auch im ersten Moment darum, alles wieder mal einigermaßen herzurichten. Und wenn ihr nochmal in der Region hier seid, es hat sich auch in vielen Bereichen erstaunlich wenig getan. Das heißt, es ist noch wirklich viel Arbeit, die hier drin steckt. Viele Häuser, die noch nicht wieder aufgebaut sind. Wo noch einiges gemacht werden muss. Und Auch dazu nochmal ein Vergleich. Ich habe es jetzt leider auf die Schnelle nicht mehr gefunden. Da habe ich auch mal ein Video dazu gedreht. Wie funktioniert denn ein Waldboden? Also das Stichwort heißt ja bei solchen Sachen übrigens wie im Moment auch, die Böden sind gesättigt. Gesättigt heißt, mehr können sie nicht speichern. Das ist wie ein Schwamm, wenn der voll ist, kann der nicht mehr transportieren, alles andere läuft ab. Aber wohin läuft denn das beim Schwamm? Beim Schwamm läuft das unten raus und nicht oben raus. Warum? Weil ein Schwamm unten offen ist. Und das sind zumindest die meisten Böden bei uns auch. Es gibt von Natur aus Böden, die sind unten zu, die haben da eine Tonschicht.
oder es kommt undurchdringlicher Fels. Aber wenn das so wäre, würde sich an diesen Stellen auch kein Grundwasser neu bilden. Und das passiert ja fast überall in Deutschland, also kann man davon ausgehen, dass auf dem Großteil der Fläche die Böden durchlässig sind, nach unten. Und das bedeutet eben, ist der Schwamm voll, sind die Böden gesättigt, läuft das doch nicht automatisch oben ab. Da haben wir uns dran gewöhnt, dass gesättigte Böden voll Wasser stehen. Nein, also auch die Waldböden sind gesättigt, aber da steht kein Wasser. Also bei intakten Waldböden, es läuft unten raus ins Grundwasser. Und das ist offensichtlich hier bei diesen alten Buchenwäldern auch passiert. Sonst hätte es ja oberflächlich abrauschen müssen und das Laub mitnehmen. Also Laub wiegt ja nur wirklich nichts. Ne? Das ist aber nicht passiert an ganz, ganz, ganz wenigen Stellen. Das habe ich auch mal gezeigt. Und wir haben uns daran gewöhnt. Warum? Weil wir eben die allermeisten Böden menschengemacht verdichtet haben. Also wir als Gesellschaft. Das heißt, es betrifft fast alle landwirtschaftlichen Böden. Zumindest dort, wo Maschinen fahren können. Und es betrifft zumindest in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg über die Hälfte der Waldböden. Das wird in anderen Bundesländern aber ähnlich sein und Tendenz stark steigend. Also überall, wo die Maschinen drüber fahren, wird der Boden verdichtet, sinkt die Aufnahmefähigkeit und sinkt vor allem die Durchlässigkeit nach unten. Also das heißt, diese verringerte Aufnahmefähigkeit und der Oberflächenabfluss, der hängt in vielen Fällen irgendwo auch mit der maschinellen Befahrung zusammen. Und beim Hochwasser gibt es einen einfachen Spruch und der hat Gültigkeit: die letzten Zentimeter zählen, nicht die ersten. Also man könnte jetzt sagen, ja, das sind aber nur keine Ahnung wie viel Prozent, das kann ja so genau keiner ausrechnen, könnte man aber versuchen abzutun. Muss man sagen, naja, also ob ein Hochwasser 7 oder 8 Meter hochsteigt, also der letzte Meter macht besonders viel Schäden. Ja, wobei man natürlich dazu sagen muss, wenn das Wasser unten nicht schnell genug abfließt und dann von oben zu viel nachkommt, dann fließt natürlich auch oberirdisch auch beim Schwamm ab. Ne? Klar, also das kann passieren. Nur interessanterweise ist es bei uns offensichtlich nicht passiert und selbst im Steilhang nicht. Und da fließt Wasser ja als erstes ab. Ne? Ja. Also hätte man irgendetwas fließen sehen müssen. Ne? Also wir können, das ist ja keine Studie gewesen in dem Sinne, also wir können es jetzt nicht verifizieren auf irgendeine Menge. Aber wenn man sich anschaut, was bei uns passiert ist, da muss ich sagen, ne, so Pferdeweide versus alter Buchenwald. Und diese Pferdeweide war davor eine maschinell bewirtschaftete Wiese, bevor wir die gepachtet haben. Also das war schon erschreckend, der Unterschied. Ja, ja, absolut. Ich meine, also wenn man sieht, bei was für kleinen Regenmengen schon landwirtschaftliche Flächen, das kennt ja jeder, wenn man, egal ob man jetzt mit dem Auto oder mit der Bahn durch die Landschaft fährt, dass Ackerflächen gerade im Winter dann, dass da das Wasser wirklich drauf steht. Ja, das passiert ja nicht von ungefähr. Und dementsprechend ist es natürlich gut, wenn man guckt, dass man mit jedem Kubikmeter Boden noch zig Liter Wasser speichern kann oder zurückhalten kann, die dann eben nicht oder später vielleicht auch erst dann ins Tal rauschen, dann ist es eine wichtige Sache. Und das ist ja auch das, was du dann vorhin angesprochen hast, das sind ja nicht nur die verdichteten Waldböden, sondern auch die Waldwege. Also es ist ja ein sehr enges Wegenetz, ja. Und die sind ja wirklich quasi, da läuft kein Wasser durch oder kaum Wasser durch ab. Ja, das heißt, da hat man einen extrem hohen Oberflächenabfluss. Viele Feldwege sind auch dann noch asphaltiert. Das heißt, das beschleunigt das Ganze dann nochmal. Und da sind natürlich Abflussrinnen, wo das Wasser dann ins Tal schießt auch. Ne? Das heißt also gerade diese dichten Wegenetze, und das sind ja, also das ist eigentlich ganz lustig, in der Forstwirtschaft wird immer gesagt, wenn man sich darüber beschwert, dass die Wege zerfahren sind, wird immer gesagt, ja nee, aber die sind ja für die Holzabfuhr. Ne? Und wenn man jetzt sagt, wenn man sich jetzt beschwert, dass das quasi aber alles verschlechtert, dann wird aber wieder darum argumentiert, ja gut, aber du willst ja mit deinem Hund Gassi gehen, schön. Ne? So, also das ist so. Ja, das stimmt schon. Gedreht, wie es da passt. Aber ja, also das spielt tatsächlich auch noch eine Riesenrolle. Und was auch eine Rolle spielt, sind tatsächlich die Plantagen. Das ist so ein Kartoffelstampfer-Effekt bei Fichte. Also Fichte gepflanzt, wurzelt dadurch flach. Kennen wir ja das Thema. Habe ich dann selber schon gesehen, was dann passiert bei Sturm. Diese Bäume schwanken hin und her mit ihrem flachen Wurzelteller und stampfen dabei den darunter liegenden Boden so platt, dass das oben rausspritzt. Habe ich schon gesehen. Und dann liegt da, also wenn ihr nach so einem Sturm, bitte nicht im Sturm, aber nach so einem Sturm mal schaut, dann sieht man manchmal zwischen den Wurzeln so hellen Schlamm liegen. Das kommt genau davon. Und das bedeutet, dass Fichte, so eine selbsterfüllende Prophezeiung, mit ihren flachen Wurzeln den Boden so verdichtet, dass sie da, selbst wenn sie könnte oder wollte, nicht mehr reinwurzeln kann, weil da unten auch kein Sauerstoff mehr drin ist. Das heißt, so ein Plantagensystem verstärkt
eine Bodenverdichtung auf Generationen. Und die Frage war, wer hat die gefragt? Katharina hat das gefragt, geht die Verdichtung im Laufe der Zeit wieder auf natürliche Weise weg? Das wissen wir nicht, weil wir mit diesen Maschinen, also ich sage mal wir als Gesellschaft, wir zwar sicher nicht, weil es dazu keine Langzeiterfahrung gibt. Diese massive Maschinenbefahrung gibt es erst seit 30, 40 Jahren, ich würde mal sagen 40 Jahren maximal. Das ist nichts. Und ich habe mal mit dem Forstwissenschaftler aus dem Botanischen Garten in New York gesprochen, der dafür zuständig ist für den Baumbestand, der sagte, dass in den Prärien, dort wo sie ungestört sind, immer noch die Planwagenspuren der Siedler zu sehen sind. Wir können das hier bestätigen, dass wir Fahrtrassen aus der Römerzeit haben, die jetzt im Wald liegen und sich nicht mehr regenerieren. Die sind betonhart, ne? Wirklich betonharte Schichten. Ich sag mal, die oberen Bodenschichten, also man hat ja ganz in den allerobersten Bodenschichten, da hat man natürlich durch Frosthebung natürlich auch weniger. Ich sag mal, diese obersten Bodenschichten, die lockern sich natürlich schon auf, aber so diese Tiefenverdichtung auch, ne? Klar, ich habe jetzt letztens, waren wir bei einem Waldeigentümer, der hat dann gesagt, was sollte man nochmal pflanzen, damit. Ich weiß nicht, glaube ich, weiß das. Also nur mal kurz, also es war zur Rechtfertigung, dass er einen 40-Tonnen-Harvester eingesetzt hat. Kam dann quasi als Begründung, dass es ja jetzt ein Forschungsprojekt gibt, wo dran geforscht wird. Es war keine Weißtanne, es war ein Laubbaum, glaube ich. Aber nicht Erle? Ja, doch, ich habe auch irgendwie Erle im Hinterkopf. Ja, okay. Dass man mit Erlen quasi dann gegebenenfalls wieder die Bodenverdichtung rückgängig machen kann. Da bin ich persönlich noch sehr, sehr skeptisch. Dazu kann ich was aus eigener Erfahrung sagen. Das kommt ja immer wieder. Also, das hat man schon mal in den 1980er Jahren gemacht, solche Stürme tauchen ja öfter auf und da, also dass man mit Traktoren in den Wald fährt, das gibt es schon länger. Also dass man mit dem Harvester jetzt so alles platt macht, das ja, wie gesagt, erst 30, 40 Jahre, aber davor, 10 Jahre davor hat man das auch schon gemacht und hat dann, das ist in meinem alten Revier nämlich gewesen, in die Rückegassen Erlen gepflanzt, in der Hoffnung, was heißt, nee, es stimmt, man hat sogar flächig abgeräumt damals mit Planierraupe. Mhm, ja, gibt es bei Bröhlingen die Ecke. Ja, ja. Und hat jede vierte Reihe, glaube ich, Erle gepflanzt. Die sollte aber gar nicht den Boden verdichten, sondern das Wasser wegsaugen, damit die Fichte da nicht in dem verdichteten Boden in der Pampe steht und erstickt. Sollte also die Erle das Wasser wegsaufen. Der Punkt ist, dass dass in diesen Fällen auch die Erle stirbt in trockenen Sommern, weil logischerweise sie ist gepflanzt, sie hat gekappte Wurzeln, unten ist auch eine sauerstoffundurchlässige Schicht, die gehen auch ein, diese Bäume. Also das funktioniert nicht, das ist ein netter Versuch, in Anführungszeichen, so einen 40-Tonnen-Harvester zu rechtfertigen. Klappt nicht. Kann man sagen, klappt nicht. Letzten sechs. Vor allem, das war die Rechtfertigung, war ja quasi zum Schutz der Naturverjüngung. Ne? Das heißt, wenn man, also weil der kann, also das ist ein ganz bestimmter Harvester, der kann den ganzen Baum quasi aus der Fläche heben. Der musste nicht irgendwie durch die Fläche ziehen. Normalerweise fällt man ja einen Baum und dann sind die jüngeren Bäume darunter quasi begraben. Ja, werden dann gegebenenfalls beschädigt. Dann zieht man den Baum häufig auch noch am Stück raus. Also wird zwar auch entastet, aber da entstehen halt Riesenschäden dann auch an der restlichen Vegetation und quasi da war die Begründung für den Einsatz, dass man kann die Bäume quasi rausheben und das ist sehr schonend für die Naturführung, aber der Preis ist, dass man nachhaltig für sämtliche nachfolgende Baumgenerationen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Standortbedingungen verschlechtert und das ist meines Erachtens ist ein sehr schlechter Deal. Definitiv. Und Alternative wäre ja auch gewesen, man lässt die Bäume stehen, ne? Also, aber klar, das ist, verurteilen will ich es schon, aber man kann sich natürlich nicht, ich kann mich jetzt, wenn das der eigene Wald ist, wie geht man damit um? Also ich würde es mit großer Sicherheit nicht machen, aber ich bin da vielleicht ein bisschen radikaler als du, wo ich sage, man darf nicht bei Rot über die Ampel fahren. Das sehe ich auch so, dass man es nicht machen soll, aber so diese Beweggründe, dass man sich quasi emotional an sowas festhält, das kann ich mir vorstellen, dass das eine starke Emotion ist, die da mit einem durchgeht. Doch. Das glaube ich auch. Also ich habe eine Zuschrift bekommen für unseren Podcast. Die werde ich auch im Podcast selber nochmal beantworten. Aber da war ein erboster Waldbesitzer, der sich so ein bisschen darüber beschwert hat, dass ich so gegen das Pflanzen auf Kahlschlägen bin. Und es war, stimmt, auch jemand, der bei einer Naturschutzorganisation mitgemacht hat und sagt, das ist doch nicht schön, ne? Die Leute haben doch eine tolle Motivation, und wenn ich jetzt sowas sage, das finde ich ganz doof.
ja, da geht es genau um solche Sachen. Da geht es um Emotionen, da geht es auch darum, dass man falsch beraten wurde. Ja, auch das. Ne? Wir haben ja immer noch Forstwissenschaftler, das sind in dem Fall tatsächlich Männer, die behaupten, das ist alles okay. Ne? Das ist für den Wald völlig in Ordnung, wenn man sowas macht. Und darauf verlassen sich wiederum andere. Und dann kommen wir und sagen, hey, das war ganz doof, was ihr da macht. Die fühlen sich dann angegriffen, weil sie sagen, hey, wir machen das doch. So wie die staatlichen Forstverwaltungen das vorleben und auch raten. Also deswegen hast du schon recht. Und dann pflanzt man ja noch Erlen auf die Rückegasse, also bin ich doch eigentlich gar nicht schlecht. Ja, also ich würde sagen, vielleicht nicht schlecht, aber schlecht beraten. Ja, das ist es, glaube ich, auch sehr häufig. Ne? Sollen wir mal ein bisschen die Fragen durchgehen? Ja, ich genau, weil ich habe auch eben gesehen, die IKEA-Doku. Das war unser ursprünglicher Plan, war auch mit euch die IKEA-Doku durchzugehen, die ich auch nur jedem ans Herz legen kann. Allerdings ist es so, dass häufig bei öffentlich-rechtlichen Sendern, also wir haben geplant, eigentlich ein Reaction-Video drauf zu machen, allerdings ist es so, dass bei öffentlich-rechtlichen Sendern das häufig Copyright-Probleme gibt und dementsprechend hatten wir dann die Sorge, dass das Video dann, also wir hatten es auch schon mal, ne, wenn wir zum Beispiel Tagesschau-Artikel oder sowas länger als eine Minute oder so im Stream gezeigt haben, dann wird das Video quasi ausgeblendet, dann wird alles schwarz. So als automatische Schutzfunktion von YouTube. Und ja, auf dieses unsichere Pferd wollten wir nicht setzen heute. Deswegen haben wir gesagt, gehen wir ein komplett anderes Thema rein. Aber die Doku kann ich wirklich jedem empfehlen und vielleicht gibt es ja irgendwie eine andere Lösung, dass wir da schauen wir mal drauf reagieren können. Sollte man eigentlich, ne? Also es gibt einige interessante Sachen, auch Thema Ökosiegel könnten wir übrigens auch mal machen. Gibt es auch schöne Forschung dazu, was das bringt oder eben auch nicht bringt. Da habe ich sogar auch eigene Bilder teilweise. Ah, können wir mal gucken. Gibt es noch einige spannende Dinge. Zertifizierung. Ja, Zertifizierung, solche Sachen. Also wir haben das ja schon mal jetzt speziell mit diesem EFA-Standard gemacht, aber was ja viel häufiger eine Rolle spielt, ist zum Beispiel FSC-zertifiziertes Holz, PEFC-zertifiziertes Holz, was man praktisch überall in den Supermärkten, Baumärkten findet. Was hat es damit eigentlich auf sich? Und das werden wir, glaube ich, dann abmahnsicher mal hier verarzten. Das kann man eigentlich ganz gut, weil es dazu Studien gibt. Und auch ganz gute Filme. Ich würde sagen, fangen wir von oben nach unten an, zumindest das, was ich hier sehe. Mit Wenke zum Beispiel. Ich kann mal gucken, ob wir... Ja, fangen wir ganz oben an, genau. So, Live-Chat. So. Ja. Neben den lieben, ganzen lieben Grüßen sagt Sascha, Schneck und Regenwürmer haben an der Oberfläche auch gerade ordentlich Ausgang. Ja, stimmt. Also Regenwürmer, das wird ja, ist ja hoch umstritten, warum die Regenwürmer heißen. Also ich denke, das ist die eine Schule, die sagt, zumindest eine ganze Reihe von Regenwurmarten hat Angst vor Regen und Angst zu ersaufen. Dass die ertrinken können, sieht man ja auch daran, dass in den Pfützen häufig ertrunkene Regenwürmer sind. Ne? Aber es sind nicht alle Arten. Also manche vertragen das auch. Deswegen wird umgekehrt sagen Denker und Denkerinnen der anderen Schule, nee, Regenwürmer haben mit Regen gar kein Problem. Also das hängt von der Art ab. Ich glaube, die haben echt Angst abzusaufen und Schnecken natürlich sowieso, wenn es keine Wasserschnecken sind. Also die haben gerade ordentlich Ausgang. Deswegen bitte schön aufpassen, zumindest wenn ihr mit dem Fahrrad fahrt, könnt ihr einen kleinen Schlenker machen. Dafür ist Fahrradfahren übrigens grundsätzlich gut, ne? Also Autofahren, insbesondere wenn jetzt Krötenwanderung ist oder so, ne? Also das ist, also selbst bei größter Mühe passiert es, dass Kröten überfahren werden. Und das, wenn man dann überlegt, wie alt einzelne Kröten werden können, dann ist das irgendwie, ich weiß, ist ja auch, selbst wenn ein Tier nur einen Tag alt wird, dann hat man dem ja den einen Tag genommen, aber also eigentlich noch viel schlimmer. Aber ich finde, wenn Tiere so alt werden können und dann werden die überfahren, das macht es irgendwie doppelt schlimmer, ne? Treuer. Stimmt. Salamander können, glaube ich, 50 Jahre alt werden. Ja, ich glaube, das ist immer so, je nachdem, also in Gefangenschaft gemessen. Ich weiß auch gar nicht, wie man das in freier Wildbahn, ob es... Doch, Salamander geht. Salamander haben ein individuelles Muster. Aber da musst du die ja quasi schon direkt im Jahr 1. Ja, also... Oder sieht man das am Zahnbelag? Ja, aber an der Größe. Du müsstest die in kleinen, also die kleiner sind, sagen wir mal so die Größe, dann werden die, ich denke mal, ein Jahr alt sein, vielleicht auch maximal 2. Und dann, also die Großen hier, ne, also ich mal gucken, dass ich hier in der Kamera bleibe, so, ne, und dann sind die oft auch wirklich dick, gerade die Weibchen, das sind dann schon die älteren Kaliber. Da müsste man halt wirklich über die Jahre und Jahrzehnte Datenbanken anlegen, ne. Also meine Frau, deine Mutter hat das gemacht. Die hat, da sind, weiß ich nicht,
Dutzende von Salamandern drin und kaum eine Doublette. Das sind also alles verschiedene und große. Und das ist nur bei uns auf dem Grundstück. Und sagt, also wir haben es versucht, ist schwierig. Auch vielleicht findet man in 50 Jahren, du dann vielleicht im Nachlass diese Fotos und denkst, Moment mal. Weltrekord ist aus eurem Garten, ein 100-jähriger Salamander. Ja, man muss ja einfach mal anfangen. Das ist ja ähnlich mit der ältesten Fichte der Welt, ne, die man da gefunden hat. Oh, Tico, das ist ja nur, weil einer gesagt hat, so ein Professor, ach, ich will mal wissen, wie alt die ist. Also wenn er das nicht gefragt hätte, wüssten wir das bis heute nicht. Aber gut, ich verzettel mich hier schon wieder. Aber ist ja okay, ne? So, Claudia, weit in der Ferne. Ne, habe ich bei dir auf Facebook gesehen, also in die weite Ferne. Schön, dass du dich zugeschaltet hast. Du bist doch, glaube ich, auch in einer ziemlich anderen Zeitzone. Dann haben wir aber vorher Wenke gehabt. Bei uns in Magdeburg kommt auch nicht immer Regen an. Ja, ihr gehört eigentlich zu den trockensten Gegenden Deutschlands. Und das tut mir auch leid, dann ist der Klimawandel bei euch sicher durchschnittlich gesehen härter zuschlagen, aber ich glaube, ihr seid überholt worden von Darmstadt. Also hier die Rheinebene, was ist das? Ist das Oberrhein schon? Oder Mittelrhein? Ne, ich glaube Oberrhein. Keine Frankfragen. Ist doch völlig wurscht. Da wird es teilweise noch trockener und heißer. Und Hitze plus Trockenheit ist eine ungünstige Kombination, weil heiße Luft ja viel mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann. Wir schauen mal weiter. Also im Harz ist es besonders schlimm, ja, das gucke ich mir auch regelmäßig an, nicht gut, ne? Wird sehr, sehr, sehr viel kahl geschlagen oder ist auch schon kahl geschlagen worden. Dann haben wir eine Frage über die hessischen Waldgesetze, damit die bösen Mountainbiker nicht mehr querfeld einfahren. Ja, das ist auch witzig. Also erstmal im normalen Wald kann man ja gar nicht querfeld einfahren mit dem Mountainbike, auf festen Trails finde ich das völlig okay. Das ist auch gerade für die Wildtiere dann gut einschätzbar. Mountainbikes sind halt schnell und leise. Kann sehr stressig sein für Wildtiere. Wenn das feste Trails sind, die müssen ja gar nicht breit sein, dann ist das kalkulierbar. Dann wissen die, okay, da kommt andauernd jemand vorbei, da halte ich mich ein bisschen fern. Auf den Boden bezogen sind das Peanuts im Vergleich zu alle 20 Meter oder alle 10 Meter oder sogar vollflächig mit schweren Maschinen drüber zu dudeln. Das ist natürlich überhaupt nicht verhältnismäßig, dann auf die Mountainbiker einzuschlagen. Sehe ich genauso. Ja, also da muss halt eine Lenkung also Aktivitätslenkung im Prinzip stattfinden. Ne? Also das heißt, dass man sagt, okay, gut, wenn die Region, wenn da die Bürgerinnen und Bürger ihren Wald so nutzen möchten, indem da Mountainbike gefahren wird, dann kann man da ja Rücksicht drauf nehmen, indem man sagt, okay, gut, wir richten hier Trails ein und dann wird in den Gebieten Forstwirtschaft zum Beispiel reduziert oder eingestellt im Idealfall. Unterm Strich absoluter Gewinn für den Wald, mit Sicherheit. Genau, also nur mal als Vergleich. Also wenn man sagen würde, man würde nur jede hundertste Rückegasse nutzen wollen für Mountainbikes, dann hätten wir eine rasante Vermehrung von Trails. Ne? Weil so viele Trails gibt es ja gar nicht im Verhältnis zu Rückegassen. Gut, was haben wir noch? Weiß nicht, ob du nochmal durchgucken willst. Wir hatten ja schon ein paar Fragen, hatten wir schon beantwortet. Ja. Ja, genau. Eine Holzlobbyistin bei zwei Sendern zu Gast empfiehlt den Pflanzbaum Douglasien und Roteiche und behauptet, dass es keine Kahlschläge gibt und motzte auch gegen euch. Ja, das können sie gerne machen. Also keine Kahlschläge, guckt euch es draußen an. Also wenn man nicht mit der Hand vor Augen durch die Gegend läuft, ist es aus mehreren Gründen sehr ungesund, dann sieht man Kahlschläge. Und dann wird immer gesagt, ja, aber das war doch der Borkenkäfer. Man kann es nicht oft genug wiederholen. Borkenkäfer haben keine Motorsäge und haben auch keine Maschinen. Das sind Menschen. Also tote Bäume ist nicht gleich Kahlschlag. Der Kahlschlag kommt dann anschließend. Und das ist erst die Katastrophe für den Wald. Und wer das Pflanzen von Douglasien empfiehlt, dem empfehle ich mal bei Ecosia zu suchen. Wo kommt denn die Douglasie her? Auch das hat man hier schon mal, ne, wenn ihr aufmerksam zugehört habt und zugeschaut habt. Aus den pazifischen Kaltregenwäldern des nordamerikanischen Kontinents und die Leute dort lachen sich schief, wenn sie hören, was hier in Deutschland empfohlen wird. Und übrigens Leute, die nicht Forstwirtschaft studiert haben, das braucht man gar nicht, ne, wenn man weiß, die kommen daher, wo es wirklich sehr viel mehr regnet. Und hier geht Douglasie schon großflächig ein. Also wer sowas empfiehlt, hat leider, ich muss es mal so sagen, nicht so viel verstanden, wie der Wald es nötig hätte. Übrigens, hier unser Jonas, unser Vogelexperte hier im Team,
hat, das wusste ich auch nicht, uns mal erzählt, jetzt gerade im Winter, dass Douglasie eine Katastrophe ist für heimische Vogelarten, wie zum Beispiel die Wintergoldhähnchen, weil auf Douglasie kaum Insekten überwintern. Die finden die aus irgendeinem Grund richtig mies. Und da sind dann eben keine. Und Douglasien sind in Bezug auf Nahrung, ne, das brauchen Vögel im Winter ja ganz besonders dringend, wenn es kalt wird, sind das Vollkatastrophen, sind das grüne Wüsten. Also wer sowas empfiehlt, sorry, aber... Da geht es um Holzproduktion, ne? Das ist ja klar. Ne? Also das geht quasi, die Industrie ist auf Nadelholz eingestellt. Hoffnungsträgerin ist dann die Douglasie am Ende des Tages. Das heißt, dass man da keine großen Umstellungen hatten. Das heißt, also es ist einfach zu verarbeiten, einfach. Die ganze Produktion hat sich halt darauf eingerichtet. Und am Ende des Tages muss man sagen, die Douglasie, also es macht ökologisch gesehen überhaupt gar keinen Sinn. Und da fokussiert man sich dann wieder, und man weiß es ja noch nicht mal, auf die Holzproduktion und vergisst dabei dann wieder das Thema Grundwasserbildung, ne, wo wir eben drüber gesprochen haben. Unter einer Douglasie, also einer Douglasie, in ihrer immergrünen Krone bleibt viel mehr Wasser hängen, verdunstet, bevor es den Boden erreicht. Das heißt, unter Douglasienwäldern bildet sich signifikant weniger Wasser als unter zum Beispiel Buchenwäldern. Es gibt eine Studie, die Buchen und Kiefern vergleicht. Und ich würde jetzt aus dem Bauch raus sagen, das ist jetzt noch nicht wissenschaftlich belegt, aber aus dem Bauch raus würde ich sagen, dass eine Douglasienkrone deutlich dichter ist als eine Kiefernkrone. Ich glaube, die ist tatsächlich noch schlechter. Ich meine, ich hätte mal irgendwas gelesen. Also, ja, der würde sich ja damit decken. Ja, ne, so, ja, und ja. Das sind ja Dinge, also Wasser wird eine sehr große Rolle in der Zukunft spielen. Ne? Also klar, wir haben diese extrem Hitzeperioden, die sind natürlich auch schwer zu ertragen für die Bäume. Also wenn wir über 40 Grad haben, das ist auch für die Baumarten sehr, sehr schwer. Aber eins der Hauptprobleme der letzten Jahre war ja die Dürre. Und das heißt, wenn wir quasi Baumarten anpflanzen, die dafür sorgen, dass nicht genug Wasser an den Boden kommt und beschweren uns dann darüber, dass die Douglasie stirbt ja auch in vielen Gebieten ab, weiß ich nicht, ob das eine gute Empfehlung ist. Und dann quasi Roteiche wieder, ist dasselbe in Grün. Also wenn man wieder an einzelnen Baumarten denken, anstatt in Ökosystemen. Und bei Roteiche ist das Laub toxisch für das Bodenleben. Es ist toxisch. Man vergiftet die ganzen kleinen Helferinnen und Helfer da unten, die ganzen Bodenknilche, die wiederum unsere Ökosysteme fit halten. Es gibt ja zum Beispiel Bakterienarten. Sobald die anwesend sind im Ökosystem, werden unsere Baumarten trockenheitsresistenter. Also dieses Rumpfuschen im Wald, ich glaube, das haben wir jetzt zwei Jahrhunderte gehabt, mit katastrophalen Folgen. Also man soll jetzt langsam wirklich mal aufhören. Aber ihr merkt schon, sowas macht mich ein bisschen ärgerlich. Aber gut, was haben wir da noch zu bieten? Ich sehe hier gerade, weil Clemens geschrieben hat, ich habe gesehen, wie einige Waldbesitzende Testflächen anlegen mit den verschiedensten Baumarten, um zu gucken, welche sich am besten durchsetzt. Das Problem ist, da können ja Jahrhunderte vergehen bis, oder sagen wir mal, mindestens 80, 90 Jahre, bis man dann merkt, okay, gut, hat gepasst oder hat nicht gepasst. Und auch so kleinräumige Experimente, ne? Das ist ja, also wenn man daraus eine Anbauempfehlung gibt und dann steigt das quasi, keine Ahnung, die Douglasie auf 5, 6, 7, 8, 9, 10% der Waldfläche, also quasi Anteil an der Waldfläche, dann kennt man davon die Auswirkungen ja noch nicht. Ne? Und dann, wie gesagt, auf die Vogelwelt, aber grundsätzlich das Thema Biodiversität, ne? wenn die von den Insekten nicht so angenommen wird, dann ist sie nicht nur für Vögel blöd, sondern die ist für Vögel blöd, weil die für die Insekten nicht angenommen wird. Und das blendet ganz viele Dinge aus. Also das ist auch das, was mich manchmal, ich sag mal, an diesen CO2-Geschichten, auch jetzt im Thema Holzbau zum Beispiel, stört. Dass man sich immer nur auf einen ganz kleinen Teilbereich fokussiert und dann guckt, ist da ein Baum besser? Und das kann ja sein. Kann ja sein, dass zum Beispiel eine Douglasie, wenn die wächst, dann wird die schneller wachsen als eine Buche und dementsprechend auch mehr CO2 binden. Aber ist das deswegen unterm Strich besser? Also in der Gesamtbilanz? Nee, und es wird noch viel komplizierter. Auch das haben wir mal in einer Podcast-Folge gehabt. Also Douglasienanbau, nur mal als Beispiel. Ich würde sagen, nehmen wir an, Douglasie wäre unter bestimmten Umständen ganz toll. Oder ich nehme irgendwelche anderen Baumarten auf Testflächen. Das Ergebnis bringt mir null. Es bringt mir wirklich gar nichts. Ob das gut funktioniert oder schlecht, ich kann daraus nichts ableiten für den Wald insgesamt. Warum? Das ist ein bisschen so ähnlich, als wenn ich sagen würde, ich gehe in die Fußgängerzone, greife mir willkürlich irgendwelche Menschen raus, ne, alle Menschen sind ja gleich, und setze die in ein Flugzeug und lasse die fliegen. Ich glaube, 99% würden abstürzen. Weil sie eben keine Ausbildung haben. Und bei Bäumen ist es genauso. Bäume lernen individuell für den jeweiligen Standort, haben Strategien, die über Jahrtausende angereichert sind in den Genen
und die von Bakterien dann jeweils an- und abgeschaltet werden können. Also haben Strategien an Bord, die wir nicht kennen, weil wir müssten wissen, wo kommt denn dieser spezielle Baum her, von dem die Samen stammen, was haben die Kleinen dann drauf, das weiß man alles nicht. Also Leute, die meinen, die könnten durch solche Beobachtungen irgendwas rückschließen, werden entweder schlecht beraten oder übersehen eben nicht die Komplexität, genauso wie du gesagt hast. Also es ist unfassbar komplex und das Allerbeste ist ja, die heimischen Bäume haben es noch drauf. Gerade die Studien der letzten Monate und Jahre zeigen, dass unsere heimischen Laubbäume sich überraschend schnell anpassen und dass dieses Gesamtsystem auf einmal überraschend reagiert. Also im Moment gibt es gar keine Notwendigkeit dafür. Also warum sollte man, ne, never change a running system, aber das machen wir praktisch laufend. Finde ich interessant, sagen wir es mal so. Ja, absolut. Ich wollte nicht da totquatschen. Nee, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Das ist verkennt halt mal wieder wirklich, wie du schon gesagt hast, einfach die Komplexität des Ganzen. Und jetzt kann man sagen, es wird uns ja immer dann auch vorgeworfen, ja, nichts tun ist die beste Lösung. Es ist zumindest von dem, was man jetzt weiß, ist das, was getan wird, nicht die beste Lösung, sagen wir es mal so rum. Ne? Und wir haben ja, das ist ja, ich glaube, im Dezember erschien diese Studie, die dann auch nochmal extra, wo dann auch nochmal rauskam, von konservativer Forstwissenschaft. Okay, gut, und vielleicht sollte man doch, die, selbst wenn jetzt zum Beispiel ältere Buchen absterben, die stehen lassen, damit die noch, also die sterben ja nicht von heute auf morgen ab in der Regel, sondern die sterben über Jahre ab, dass die eben noch die Information an die kommende Generation weitergeben können und die dann deutlich dürreresistenter wird. Das heißt, selbst das hat man jetzt irgendwie erst so kürzlich. Also die Studien, genau, ja, also Studien gibt es ja schon, länger dazu, die das untermauern, aber es kommt erst so langsam durch. Das heißt, das sind ja auch Effekte, die man bremst und die man überhaupt nicht überblickt hat, innerartlich, von Bäumen, die am selben Standort stehen. Und dementsprechend zu sagen, wir nehmen jetzt hier irgendwelche Baumschulbäume, die hier hochgepäppelt sind und pflanzen die dann da irgendwie raus und was will man denn schaffen? Will man, geht es um Holzerzeugung? Also wenn ich jetzt auch, dann lese ich hier Douglasien und Roteichen. Will man die Holzerzeugung sichern oder will man schauen, dass man was für die Natur macht? Also quasi auch jetzt wirklich mal so diese ganze ökologische Krise, in der wir auch gerade sind, zumindest versucht in Ansätzen, ja, ich will nicht sagen lösen oder auch nicht entschärfen, sondern abzumildern. Dass aus ökologischer Sicht pflanzt kein Mensch eine Douglasie. Nee, das sicher nicht. Und dann kommt eben dazu, im öffentlichen Wald, Bundesverfassungsgericht zweimal ermahnt, darf die Holzerzeugung nicht im Fokus stehen. Es geht um Schutz und Erholung. Also auf über der Hälfte der Waldfläche muss man sagen, und wer dann im öffentlichen Wald so etwas propagiert, verhält sich irgendwo nicht ganz legal. Ne? Ja. Und Sabine, das hier ist auch ein ganz guter Punkt, Buchen und Sonnenbrand. Das kam in den letzten Jahren auf, weil ich meine natürlich, also insbesondere jetzt, wo es dann so heiß war in den vergangenen Jahren, wenn Bäume besonders aufgelichtet sind, das Mikroklima gestört ist, keine geschlossenen Kronendächer da sind, das ist in kalten, regenreicheren Jahren, ist das nicht so dramatisch, aber wenn es dann mal so heiß wird wie in den letzten Jahren, dann platzt bei den Bäumen die Rinde ab. Das heißt, also die bekommen Sonnenbrand, dann platzt ja die Rinde ab, dann sterben die häufig zumindest ab. Und das ist dann auch ein hausgemachtes Problem. Ja, definitiv. Und dann wird immer gesagt, ja, aber die Buche, die stirbt ja auch. Wir hatten ja mal hier die Statistiken gezeigt vom Waldzustandsbericht, dass die Buche eben nicht so eine hohe Mortalitätsrate hat. Ich mache gerade hier die Tür auf, hier ist glaube ich ziemlich schlecht. Ja, hier wird es warm, ne? Wir können auch Fenster aufmachen, aber mir ist das egal. Ist alles gut, aber ja, dementsprechend, die Buche bekommt Sonnenbrand, die Buche hat es, auch wenn sie stark aufgelichtet wird, schwer und jede Baumart wird es im Klimawandel schwerer haben, das steht ja völlig außer Frage. Der Punkt ist nur, wie stark zusätzlich wollen wir es den Bäumen noch erschweren, ne? Ja, völlig unnötig. Und wir sind übrigens immer noch im Thema Hochwasser, weil diese geschwächten Plantagen, ne, flachwurzelnde Bäume, die den Boden weiter verdichten, übrigens die auch maschinell weiter beerntet werden sollen, das ist ja der Sinn der Sache. Wenn ich Douglasien pflanze, sollen die geerntet werden. Und Stand der Technik ist nun mal das, was wir da sehen. Das heißt, man verschärft es dadurch noch. Ne? So, wo sind wir denn? Ich weiß gar nicht, ob wir oben noch mal ein bisschen reingucken müssen. Wir können, ein bisschen chronologisch, keine Ahnung.
Also gut, es war, geht die Bodenverdichtung weg. Das hatten wir ja gleich beantwortet. Wassermengen der Grundwasserleiter unterhalb der unteren Bodenschicht, C-Horizont auch unter und so weiter, hat fast überall abgenommen. Genau, Christiane schreibt das. Ne? Also der Grundwasserspiegel in Deutschland fällt. Da gibt es auch so eine Messmethode, wie man, dass sich die gesamte Oberfläche, das kann man mit Satelliten messen, ne? Der Grundwasserstand in Gesamtdeutschland fällt. Da gibt es irgendeine so eine Messung. Ich kriege das jetzt auch nicht mehr zusammen mit Satellit. Ich glaube, so eine US-amerikanische Sache war das. Also, ne, was man halt so im Hinterkopf hängen hat, dass man grob sagen kann, es ist eben nicht mehr so, alle haben ein Grundwasserproblem, bloß Deutschland nicht. Doch, Deutschland, da nimmt das Grundwasser, zumindest war es in den letzten Jahren so, doch tendenziell eher ab. Und das ist wahrscheinlich das, was du meintest, Christiane, ne? Also, dass man das auch im Auge behalten soll. Wasser, was oben abfließt, das geht eben ins Oberflächenwasser und landet irgendwo im Meer und eben nicht mehr im Grundwasser. Auch das stimmt. Ne? Es geht ja nicht nur um die Flut, sondern es geht darum auch, dass unser wertvollstes Lebensmittel, und das ist ja auch ein Ökosystem, ein wundervolles Ökosystem, ach, da könnte man ja ganze abendfüllende Geschichten darüber erzählen, das wird auch ramponiert, klar. Ja. Wie heißt das? The Sweat oder was? Keine Ahnung. Es gibt schon Vergleichsflächen im regenerativen Landbau, wo Oberflächenverdichtung schon nach 5 Jahren wieder weniger wird. Tiefere Verdichtung unter Regenwurmtauchtiefe ist wohl irreversibel. Also Regenwürmer können übrigens sehr tief gehen. Aber ich weiß, was du meinst. Das ist das, was du vorhin gesagt hattest. Mhm. Also Landwirtschaft rechnet ja eher so in 30, 40 Zentimeter Bodentiefe maximal. Ne? In den meisten Fällen zumindest, ja. Das kann man übrigens auch durchflügen. Zumindest nicht so richtig gut, aber so ein bisschen, wenn es wieder hinbiegen. Aber darunter eben nicht. Ne? Ja. Und das ist genau da, wo die Dürre dann am heftigsten zuschlägt, selbst wenn es viel geregnet hat. Und das kann uns dieses Jahr theoretisch auch wieder blühen, ja. Trotz des vielen Winterregens. Da sind wir schon eingegangen. Ecosia macht sehr sinnvolle Projekte. Ja. Und der Vorteil bei Ecosia ist, dass da keine Versprechen sind, dass man irgendwas kauft, sondern die machen es einfach. Das heißt, selbst wenn es rausgeschmissenes Geld wäre, in Anführungszeichen, das ist es aber nicht. Hat man keinen Schaden dadurch. Das ist der Vorteil auch an der Ecosia. Ja, und die sind wirklich ehrlich, die zählen zum Beispiel Bäume, die stehen und versprechen nicht, wir pflanzen dann etwas damit, sondern die machen das und die zählen, ne, so haben sie uns erzählt, die Bäume, die tatsächlich schon stehen. Die machen das mit regionalem Saatgut, mit der heimischen Bevölkerung, versuchen also zerstörte Ökosysteme, also da, wo kein Wald mehr ist. Also sie bringen nicht, wie das in Deutschland ja so bei vielen, ne, Projekten, die wir als Greenwashing... Ja, ich meine, die machen auch keine CO2-Kompensation, ne? Da haben die sich ja auch dagegen entschieden. Also es ist mir auch, also ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber bei denen gab es auch größere Anfragen zur CO2-Kompensation von großen Unternehmen, was die auch ablehnen. Also da sind die sich den Prinzipien schon sehr treu und das ist vom Gesamtkonstrukt super transparent und einfach sehr ehrlich. Also da kann man guten Gewissens mit suchen. Ja, also man muss sagen, ich persönlich kenne kein ehrlicheres Projekt einer größeren Organisation. Nee, also es ist wirklich bis ins Kleinste transparent. Nebenbei auch sehr sympathische Leute, aber das gibt es ja auch bei anderen Projekten, die nicht so doll sind. Nee, also bei denen passt alles zusammen. Also da würde ich Stand heute meine Hand für ins Feuer legen, ne, dass die Sachen gut sind. Ich habe hier gerade wegen Grundwassermangel, kann es an Entwässerungsgräben liegen. Ja, kann auch an Entwässerungsgräben liegen. Also es, klar, spielt auch eine Rolle. Also man sollte Wasser möglichst im Wald halten. Ich glaube, mittlerweile kommt man auch so langsam auf den Trichter, dass man Wälder zum Beispiel auch nicht mehr entwässert. Aber nur so langsam. Grundsätzlich ist es so, ja, es gibt Regionen, einige Regionen in Deutschland, die, wo, ich sag mal, im Rahmen der klimatischen Veränderungen erhöhte Niederschläge prognostiziert sind in Deutschland. Wir zählen zum Beispiel auch dazu. Aber die klimatische Wasserbilanz, klingt jetzt komplex, ist es aber eigentlich gar nicht, die sinkt. Das heißt, durch die höhere Temperatur, höhere Verdunstung, kommt es dazu, dass es zwar mehr regnet, aber weniger Wasser zur Verfügung steht. Einfach, weil die Atmosphäre ja viel mehr Wasser aufnimmt. Das war das, was du eben angesprochen hast. Und dementsprechend weniger Wasser in den Boden versickern kann. Und da würde Wald ja auch gegenwirken. Also Wald ist, es ist wirklich genial. Und ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist, sondern dass dieses System sich gezielt darauf hin entwickelt hat. Es kühlt, ne? Und nimmt, dadurch nimmt ja die Wassersättigung der Luft zu. Es kühlt.
Es erzeugt Regenwolken und es hält alles, was runterfällt, so lange wie möglich fest an Wasser. Also irre, wie ausgeklügelt das funktioniert. Und dann kommt eben so ein Mensch daher, hier Flawless Freak 04 sagt, ich habe einen Förster sagen hören, dass er Platanen pflanzt, weil die Trockenheit gut überstehen. Er hat Platanen im selben Satz aber als ökologisch, selbst als ökologisch wertlos bezeichnet, fand ich verrückt. Hm, finde ich auch. Kann man nicht besser ausdrücken. Ja, das beschreibt das, was ich eben gesagt habe. Na, da geht es um die reine Holzproduktion, nicht um Natur, nicht um Umwelt. Also da, ja, das ist dann ein Industrieprodukt am Ende des Tages. Gut, da haben wir noch, können Eiben helfen? Ich habe zuerst Elben gelesen. Also Elben könnten sicher helfen, wenn es geben würde. Aber Eiben natürlich, also gehört zum natürlichen Ökosystem. Was die helfen können, wissen wir nicht. Aber gibt es natürlich auch viel zu wenig in den Wäldern. Ich meine, man muss auch am Ende des Tages sagen, also Wald bietet viele Möglichkeiten, auch Hochwasser abzupuffern. Ist jetzt auch nicht das Allheilmittel dagegen. Ich meine, das Wichtigste ist natürlich am Ende des Tages, dass man guckt, dass der Klimawandel eingedämmt wird, ne? Ja, richtig. Ich gucke gerade hier noch ein bisschen durch. Ne, Sascha schreibt noch mal, je mehr Wälder wir haben, desto mehr wird auch die weltweite, wird die Kaltmachungssensor doch zu. Wir sind ja immer noch in der Eifel hier, darf man nicht vergessen. Und ich sehe schon wieder irgendwelche, obwohl die Regenwolken ziehen gerade ab. Ich denke an den Rückweg mit dem Fahrrad. Wo war ich stehen geblieben? Sascha, wo haben wir es? Müssen wir selber noch mal gucken. Sascha, wo steckst du? Da, genau. Je mehr Wälder wir haben, desto besser wird auch die weltweit überirdische Wasserpumpe funktionieren. Ja, ne? Also definitiv. Und jetzt weiß ich gar nicht, was wir da haben. Was mal gucken. Grundwassermangel, genau. Kann es lokal? Gut, Entwässerungsgräben hatten wir schon. Ich, genau, such du mal, ich gehe mal ganz kurz. Genau, wenn ich hier rüber scroll, kann ich da scrollen? Doch, kann ich. Achso, aber du bist ja automatisch immer unten. Aber ach so, bin ich ganz unten schon? Du bist schon ganz unten, ja. So, jetzt gucken wir nochmal gerade, Markus Esk, da geht es um Aufforstung, Plantage, Kauf von irgendeiner Firma, die einen künstlichen Sturmschaden erzeugt. Gut, das kann ich nicht beurteilen, das müsste man mal genau sich anschauen, damit sich schneller ein natürlicher Wald bildet. Also, da geht es um die Frage, wie kriegt man Plantagen so rasch, also die werden zusammenbrechen in Deutschland. Die Plantagen, Großteil Kiefer, Fichte wird verschwinden. Die Frage ist, wie viel Zeit haben wir noch? Kann sich das natürlich regenerieren? Ja, aber die Frage ist, kann man das beschleunigen? Es ist ja eh schon ein künstliches Ökosystem, das weiß ich nicht. Da wird geforscht, das weiß ich. Ich kenne da jetzt aber keine Ergebnisse dazu. Künstlicher Sturmschaden heißt, man legt das um. Da kommt auf einmal sehr viel Licht rein. Gleichzeitig habe ich einen Verhau. Da kommen nicht so viele Wildtiere rein, die kleinen Bäume abfressen. Ja, ne, könnte man sein. Eine radikale Idee ist auch alles abbrennen, weil nach Waldbränden, das sieht man in Treuenbrietzen, regeneriert sich selbst auf trockenen Böden, in trockenen Gegenden Wald überraschend schnell durch Zitterpappe. Das ist ein typischer Waldbrandflächenbesiedler. Auf der anderen Seite tue ich mich mit solchen Radikallösungen echt schwer. Aber müssen wir mal alles erforschen. Ne? Man muss ja ein bisschen neutral sein bei solchen Sachen. Da geht es dann um Meinungen. Also wenn ich sage, ich tue mich schwer, ist das meine Meinung. Das ist kein Fakt. Ne? Und Studien dazu kenne ich nicht. Aber dass du dich schwer tust, ist doch ein Fakt, oder? Dass ich mich schwer tue, ist ein Fakt. Also Feuer, sorry, wenn da verbrennen Tiere und alles Mögliche. Also, ja, das ist schon nicht schön. Tue ich mich schwer. Ne? Ja, kann ich auch. Iron Skin fragt, sollte der Fokus bei der ökologischen Krise verstärkt auf das Offenland gesetzt werden? Einen Wald zu schützen ist für die Gesellschaft einfacher, als den Ackerbau zu verändern. Fokus auf der ökologischen Krise auf das Offenland, ja, sollte man definitiv, weil Offenland sind bei uns Urwaldböden oder Moore. Es gibt bei uns keine andere Art von natürlichem Offenland und wir haben halt was anderes draus gemacht. Moore entwässert, wir sind wieder beim Thema Hochwasser. Also wenn man mit dem Zug durch... Wo ist denn das? Ich glaube, es ist entweder zwischen Bremen und Hamburg oder sogar schon vor Bremen. Da sieht man überall so jeden Meter so eine, also Hügelchenrille. Also das sind entwässerte Moore. Die werden bis heute entwässert, da fließt das Wasser schnell ab. Das finde ich sowieso irre, ne? Dass es auch noch Torfabbau gibt und so. Also das ist wirklich immer noch in Deutschland, ne? Wo du sagst, Leute, das sind Schwämme. Das sind natürlich auch Kohlenstoffspeicher, aber das sind auch Lebensräume für ganz viele Tiere und Pflanzen, ne? Also wir reden ja immer von Funktionen. Natur hat für uns keine Funktion vorgehalten. Ne? Also wir schwimmen in einer großen Gemeinschaft mit und meinen, wir können da also wie ein Elefant im Porzellanladen alles platt treten. Aber gut, das, ja. Clemens fragt, hattet ihr zu meiner Frage bezüglich den Mammutbäumen geantwortet? Clemens, warte mal. Ja, ich glaube noch nicht. Ah, hier.
Ich gucke mal gerade oben hoch. Dabei sind mir verschiedene Mammutbäume aufgefallen. Wären Mammutbaumarten eine etwas bessere Alternative als Douglasie? Kleiner Tipp nebenbei, es gibt einen schönen Mammutbaumpark am Niederrhein. Also Mammutbäume sind schön, gar keine Frage, aber die sind hier genauso heimisch wie Douglasien. Es ist auch die Frage, welche Mammutbäume, da gibt es ja verschiedene Arten. Zum Beispiel hier diese, wie heißt diese, Küstensequoia, also diese dicke flammenhemmende Rinde haben. Sind das überhaupt die richtigen? Nee, ich glaube, das sind, also ihr seht schon, es gibt verschiedene Arten von Mammutbäumen, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ökosystem fremd. Waren hier nicht zu Hause. Es ist Biomasse, die das heimische System nicht verarbeiten kann. Und das ist so ein bisschen so, als wenn ich sagen würde, ich habe ein Auto, ich schraube einfach mal von 4 Rädern eins ab und experimentiere mal einfach, ob das nicht schneller fährt. Oder ich fahre ohne Außenspiegel oder ich ziehe mal ein paar Zündstecker ab. Also wir haben ja eh keinen Verbrenner hier. Beim Elektroauto ist es ja noch viel, viel schwieriger, an den Kabel zu ziehen. Ich glaube, da reicht im Zweifel eins, da läuft gar nichts mehr. Also was auch immer, man verändert bestehende, bestens funktionierende Systeme ohne Not. Die Not gibt es ja nur, weil die künstlichen Wälder jetzt die Grätsche machen und das ist ja keiner schuld. Das ist übrigens die Prämisse. Es ist niemand schuld und deswegen können wir weiter experimentieren. Wenn man sagen würde, hey, ihr habt das selber verursacht, entweder weil ihr falsch beraten wurdet oder weil ihr selber so arrogant wart, dann würde man sagen, okay, dann lassen wir das jetzt mal. Ne? Also wenn man Quatsch macht, hört man auf damit. Aber wenn man sagt, wir machen gar keinen Quatsch, das ist das Klima oder die Gesamtgesellschaft und deswegen experimentieren wir weiter, ne? Weil das, was bisher gut funktioniert hat, klappt ja jetzt nur deswegen nicht mehr. Ne? Deswegen bleibt man immer auf dieser Rille hängen, wir nehmen aber vielleicht doch wieder andere Baumarten. Mhm. Das stimmt aber leider nicht. Ne? Also das hat noch nie gut funktioniert und wird jetzt immer schwieriger. Ich will euch noch mal was zeigen. Ja. Und zwar, weil ich eben irgendwas auch von natürlicher Wiederbewaldung gelesen habe. Und ich habe, ist jetzt nicht super repräsentativ, könnten wir auch wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, das kann man auch genauso gut mit Luftbildern aus dem Sauerland machen. Aber ich will euch mal hier kurz mitnehmen. Ah, ich kenne die Fläche. Ich weiß, wo das ist. Ja. Richtung Vollmatt links. Ja, genau. Ja, so, okay. Und zwar, das ist quasi auch das ehemalige Revier von dir, ne? Ja. Und wir sind jetzt hier bei Google Earth, kann man so schön in die alten Satellitenbilder gucken. Und das ist immer ganz spannend, wenn man gucken möchte, wie entwickeln sich überhaupt so Flächen nach Schadereignissen. Ich guck mal gerade irgendwie die Kamera. Jetzt. Ach, die bauen scharf? Okay. Ja, das ist manchmal. Was für eine Handbewegung? So, ja, keine Ahnung. Schattenboxen oder keine Ahnung. Okay. Genau, und zwar, schaut euch mal hier diese Fläche an. Wir sind jetzt im Jahr 2001. Das nächste Bild ist. Dazu muss man sagen, die Fläche ist 2007 in Kyrill umgefallen, ne? Genau, das kommt jetzt als okay, nächstes. Das kommt jetzt, ja. So, 2007. Upsi, bupsi. Guter alter Manier. Wurden da auch die Bäume von dir entfernt? Ja, ich war auch mal anders drauf. Nein, aber in Wirklichkeit gar nicht so sehr, weil ich weiß gar nicht, ob man das da sieht. Wir haben damals als allererstes die alten Rückegassen rausgesucht. Also es ist nicht mit Harvester aufgearbeitet worden, sondern von Hand und haben geschaut, dass keine Maschinen auch nur 1 Meter fahren, wo noch nicht gefahren worden ist. Also dass kein Boden nach dem Sturm zusätzlich verdichtet wird. Darauf haben wir schon geachtet, ne? Ja. Nee, und in dem Fall war es ja auch ein Wirtschaftsfaktor. Also, man will es gar nicht schönreden. Und ich muss, jetzt muss ich aber noch mal einhaken. Nicht für meine Berufsehre. vielleicht doch. Bisschen. Wir haben Bäume, die nicht umgefallen sind, stehen gelassen. Die sieht man schön am Schattenwurf. Selbst Einzelbäume. Ja. Jeder Schatten zählt. Ja, und ja, also wie gesagt, also ich meine, das war trotzdem auch damals unter anderen Voraussetzungen. Es war jetzt zumindest da auch bei euch nicht so großflächig. Das war einfach eine andere Situation. Naja, also Kyrill hat. Aber war wie viel ist da umgefallen? Ich glaube, wir hatten 10.000 Kubikmeter Holz auf. Jetzt mal überlegen, wie viel Fläche war das so ungefähr? Boah. Ich glaube, ja, 30, 40 Hektar sowas. Ne? Ja, gut, das ist nicht so wahnsinnig viel, aber immerhin. Uns aber wir gucken uns das trotzdem mal im Laufe der Jahre an. Und zwar, das ist nämlich ganz spannend, auch gerade wenn es ums Thema Wiederbewaldung geht. Was auch das Thema Geduld ist, ne? Weil manchmal ist auch, es gibt zwar dieses Bundeswaldgesetz, was ich schon mal angesprochen habe,
Aber manchmal ist auch die Zeit, wo sich so eine Fläche natürlich wieder bewalden kann, auch zu kurz bemessen. Und das ist einfach für mich eine schöne, schöne Fläche, wo man es gut zeigen kann. Also wir sind jetzt hier schon im Jahr 2009. Und das heißt, man muss dazu sagen, die ist nicht aufgeforstet worden. Ne? Nee, genau. Also da ist nichts passiert. Kyrill war im Januar 2007, glaube ich. War, genau, Ende Januar 2007, richtig. Genau, so. Das heißt, wir sind jetzt hier schon 2 Jahre später und man sieht hier überall noch, da sieht man hier überall das Gras drauf wachsen. Da wächst noch nicht viel im April 2009. Ich bin tatsächlich überrascht. Mittlerweile wäre schon der Anblick deutlich grüner, wenn man heute ein Satellitenbild machen würde. Wir haben nämlich auch April. So, gucken wir nochmal. Das sieht man jetzt hier aber auch Ende 2009. Immer noch nicht viel. Ne? Also wir sehen hier immer noch sehr viel blanke Bodenstellen. Und dann gehen wir mal zum nächsten Bild. 2011, okay, liegt eine Wolke vor. Aber man sieht trotzdem auch unter der Wolke, da ist noch nicht besonders viel. Jetzt haben wir es hier wieder im April 2011. Das heißt, wir sind jetzt schon über vier Jahre nachgerückt. Und es sieht immer noch nicht doll aus. Und man sieht übrigens auch schön die Fahrgassen. Also es sind nicht viele. Ne? Also Satellitenbilder lügen nicht. Ihr könnt euch gerne mal andere Satellitenbilder angucken aktuell. Also hier sieht man eine oben, ne? Die eine senkrecht drauf. Das ist ein Karscher. Boah, wie groß war die Fläche? Ich weiß es gar nicht. Oh. Messen wir mal hier an einer engeren Stelle. Dann haben wir in... Ja, genau, hier kann man auch schön die Rückgassen. Aber okay, du guckst. 56 Meter ist ja hier an der Abstand, engeren Stelle ist es. Ne? Rückgasse, 56 Meter also Rückgasse. Aktuell Abstand. Ist 20, freut man sich, wenn die Leute sich dran halten. Und auch Windwürfen, dann wird ja häufig flächig befahren mittlerweile. Ne? Ja, und das war, wie gesagt, das ist ja schon eine engere Stelle hier. Ja. Okay, aber wir sind jetzt, wie gesagt, wir sind jetzt 4 Jahre nach Kyrill und sieht immer noch ziemlich blank aus, der Boden. Jetzt sehen wir 2018, das ist jetzt natürlich auch ein krasser Sprung. Ja, egal, aber man sieht es ist nicht aufgeforstet worden. Aber es ist nicht aufgeforstet worden und das entwickelt sich. Also es ist quasi, okay, wir haben jetzt auch einen großen Jahressprung, aber das ist die ersten Jahre ist da echt wenig passiert. Und das war für mich immer so, wo man denkt, klar, also ich kenne ganz viele Flächen, wo jetzt schon ganz viel Naturverjüngung drauf ist, aber es gibt auch Flächen, wo man denkt, okay, gut, ne, kann vielleicht noch ein bisschen dauern. Ja. Und wenn man sich das jetzt anguckt, das wird immer dichter. Okay, das ist hier wie ein Winterbild. Ja, aber man sieht jetzt, das ist 2022, cool. Übrigens in den trockenen Jahren. Okay, und das ist auch das aktuellste Luftbild, was aktuell drunter liegt. Man sieht es jetzt nicht so gut, aber das sind Bäume, die sind schon, würde ich sagen, 7-8 Meter hoch. Ja, mindestens, ja. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen näher rangehen, dann sieht man, das sind hauptsächlich tatsächlich sogar Laubbäume. Und zwar ja vorher ein Fichtenbestand. Da hat sich aber Birke durchgesetzt, da sind auch Fichten mit drin, aber hauptsächlich stehen da Laubbäume mittlerweile. Genau. Also hauptsächlich Laubbäume ist unfassbar und das sieht man auf großer Fläche. Das ist also hier bei uns haben wir das auf vielen Flächen gehabt, aber das ist genauso gut im Sauerland oder im Harz oder sonst wo das passiert ist. Süddeutschland, ne? Also überall da, wo man den Wald in Ruhe lässt, wachsen auf Fichtenflächen doch häufig, teilweise sogar überwiegend Laubwälder heran. Und von ganz alleine, nichts gepflanzt. Ich habe, wie gesagt, ich hätte noch gern diese Studie. Ich habe da leider selber keine Zeit für und auch nicht die Ressourcen. Aber ich würde mich freuen, wenn sich irgendwann mal irgendjemand die Mühe machen würde, weil es gibt so in der Forstwirtschaft den Spruch, nach Fichte kommt nur Fichte. Und deswegen, das ist quasi die Begründung, warum man mit anderen Baumarten aufforsten muss. Und ich bin mir sicher, ich habe es mal so stichprobenartig bei auch bei Google Earth gemacht, könnt ihr auch mal machen, guckt mal in den Kyrilljahren im Sauerland und dann schaut mal, wo gepflanzt wurde, was da wächst und da, wo nicht gepflanzt wurde, was da wächst. Und Überraschung, es ist da, wo nicht gepflanzt wurde, steht meistens auch Birke oder andere Laubbaumarten und da, wo gepflanzt wurde, was wächst da? Douglasie, wieder Fichte. Wir können ja mal ganz kurz zum Abschluss noch ins Sauerland gehen. In der Zeit kann ich noch eine Frage beantworten, wenn das okay ist. Ja, mach das dann. Da geht es nämlich um Sahara-Staub und Düngung. Sahara-Staub düngt. Auch dazu habe ich mal eine Studie gelesen, aber ich kriege das halt leider im Kopf auch nicht mehr alles zusammen. Das müsste ich auch nochmal nachlesen. Da geht es, glaube ich, um den Amazonas-Regenwald und Sahara-Staub. Dass Sahara-Staub da eine ziemliche Rolle spielt für den Amazonas-Regenwald in der Düngung und bei uns möglicherweise auch. Das ist in Summe über die Jahrhunderte und Jahrtausende kann das ganz schön viel sein. Und ihr werdet das jetzt die Tage sehen, ne? Wenn ihr eure Autos oder Gartenmöbel oder sonst irgendwas seht, wenn es jetzt am Wochenende regnet, werdet ihr überall den Dreck, in Anführungszeichen, ist ja kein Dreck, es ist ganz, ganz wertvolle Bodensubstanz, die da runterrieselt, düngt selbstverständlich, klar. Und dadurch, dass Wald Boden festhält und auch Nährstoffe eben nicht auswaschen,
genügen auch kleine Mengen und das kann sich anreichern. Ja? Also Sahara-Staub hat sicher einen Düngeeffekt. Der ist heutzutage natürlich mehrfach überlagert. Ne? Also jeder staubige Waldweg, jede landwirtschaftliche Fläche, wo geflügt, gegrubbert, sonst irgendwas wird, wenn ihr guckt oder geerntet, wenn ihr seht, was das staubt, da haben wir mittlerweile ganz andere Staubmengen. Da wird die Sahara nicht mehr die große Rolle spielen. Aber grundsätzlich von Natur aus ist das ein in der Natur sicher willkommenes Phänomen. Ja. Ich arbeite noch. Du arbeitest an sehr schönen Bildern. Ich gucke das, verfolge das hier gerade aus dem Augenwinkel raus. Das sieht echt furchtbar aus. Aber gut, so viel schon mal als Teaser. Ich gucke mal, was wir noch haben. Das Fällen von Bäumen entfernen von Hecken mit der Begründung Verkehrssicherung in den Gemeinden der Eifel überall in Deutschland. Ja, also Jürgen fragt nach dem Thema Verkehrssicherung, was hier überall gefällt wird. Ja, das ist ein überstrapazierter Begriff. Verkehrssicherung ist in vielen Fällen zumindest nicht in der Form erforderlich. Es gibt ja gar kein Verkehrssicherungsrecht. Es gibt Richterrecht, also Grundsatzurteile dazu, und die zumindest im Wald grundsätzlich eine Verkehrssicherungspflicht verneinen. Es gibt Ausnahmen an Grillhütten, an Sitzbänken, also da, wo man Leute hinlenkt. Aber selbst an Waldwegen gibt es das nicht grundsätzlich. Und schon gar nicht in einem Abstand von 30 Metern zum Weg. Das sind waldtypische Gefahren, die hat man hinzunehmen als Besucherin oder Besucher. An Straßen und so weiter sieht das anders aus, also an richtigen öffentlichen Straßen. Das ist ein anderes Thema, da ist das ja auch okay. Also da muss man, das ist schon okay, wenn man da nicht jederzeit mit umfallenden Bäumen rechnen muss. Aber im Wald selber wird das wirklich überstrapaziert. Das gucken wir mal, was haben wir sonst noch? Sascha schreibt, letzte Wochenende war der Himmel über München gelb. Genau, die Sahara lässt grüßen. Wie steht es um den Wald im Saarland? Da habe ich, jetzt muss ich mal gerade in meinen Kalender gucken, also teilweise nicht gut. Ne? Kommt auf die Leute an. Ne? Es gibt ganz tolle Vereine, die sich darum kümmern. Jetzt gucke ich mal gerade, ich bin doch im Saarland. Ich gucke mal, wann. Nur mal nebenbei, falls ihr da kommen möchtet. Genau, in Saarlouis. Und da bin ich genau im Theater am Ring um, ich muss mal selber reingucken, ihr seht schon, meine Termine macht meine Frau und die macht die so, dass ich mich da gar nicht groß drum kümmern muss. Und zwar für den Landesverband Saar-Waldschutz e.V. zum Thema das Sterben der Forste, weiter forsten oder schützen, 90 Minuten, Theater am Ring, 18 Uhr, ich glaube, weiß gar nicht, ob da irgendeine Mini- Eintrittsgebühr genommen wird für gemeinnützige Zwecke. Das weiß ich gar nicht. Aber da, genau, also werde ich das Thema mal ausführlich nochmal beantworten. Gut, du bist immer noch im Sauerland unterwegs. Ja, ich bin jetzt, für mich sieht das hier schon gut aus. Ja, okay, dann würde ich sagen, können wir umswitchen, ne? Ja. Und übrigens, ganz nebenbei, wenn ihr am Wochenende noch nichts vorhabt, dann besucht doch gerne das Waldcafé Blattwerk. Ne? Mhm. Das ist nämlich hier eine Etage über uns. Freitag 12 bis 17 Uhr, Samstag, Sonntag generell 12 bis 17.30 Uhr mit waldfreundlichen, leckeren Kaffeegenüssen, also auch Kuchen und Waffeln und Eis zählt dazu. Das ist immer gerade nebenbei. Also ich sage es auch deswegen, ich bin so verfressen, ja, dass ich euer Café ziemlich häufig besuche. Das ist so. Ja. Ich esse aber nicht alles weg. Keine Sorge. Bleibt noch was für euch übrig und vielleicht sehen wir uns ja da. Ja, es gibt aber auch schon Stammtisch, ne? Also die Wahrscheinlichkeit, dich anzutreffen, ist sehr hoch. Ist sehr hoch, ja, genau. Aber ich bestehe nicht. Ich war Freitag, Samstag, Sonntag da. Und Sonntag saßen tatsächlich andere Leute auf dem Platz, wo ich besonders gerne sitze. Das heißt, aber ich ärgere mich nicht dann nicht. Ich freue mich und setze mich sehr gerne auch woanders hin. Aber gut, das nur nebenbei. So, wir sind jetzt hier irgendwo im Sauerland. Und da will ich mit euch mal denselben Effekt durch. Ich habe es jetzt noch so ganz grob durchgeklickt, aber noch nicht in den Feinheiten durchgeklickt. Man sieht hier auch noch zum Beispiel Bäume, die liegen gelassen wurden. Das ist also wieder Kyrill, oder? Das ist jetzt Kyrill, genau. Wir sind jetzt im Ende 2012. Das heißt, da wurde schon alles aufgearbeitet. Wenn wir jetzt mal hier zum Beispiel reingucken, da sieht man jetzt auch ein bisschen besser. Guck mal, Fahrspuren. Jetzt fahren wir noch ein bisschen weiter rein. Ja, das sind keine 50 Meter Abstand über hier. Uns. Oder was hast du, sogar 56? Ja, komm, ich nehme sogar jetzt hier mal als Referenz an der breiten Stelle. Kommen wir auf 23 Meter an der breiten Stelle hier. Das ist ja schon außergewöhnlich breit. Da so, das sind ja etliche, die auch ein bisschen enger fahren. Ja. Da kommen wir auf 13 Meter, ne? Und wenn man das dann in Summe sieht, das ist schon sportlich.
Aber da wollten wir ja gar nicht drauf hinaus. Na, so. Wollen wir auf die Zeitreihe, genau. Oh Gott, irgendwie ist das hier alles ein bisschen zu langsam. Genau, dann gucken wir mal, ich mach's mal ein bisschen weiter raus. Also sind natürlich große Flächen, das war schon wirklich krass. Und jetzt durch die Dürrejahre in den letzten Jahren, da haben natürlich die Fichtenplantagen im Sauerland noch weiter gelitten. Das aber sieht hier, wirklich, ja. Ich wollte nur sagen, also das ist jetzt 2007, ne? Genau, Ende 2007. Also weil ja immer gesagt wird, es gibt keine Kahlschläge, das ist der Borkenkäfer. Und hier war es dann der Sturm. Also das gehört bei der Fichte zum Betriebskonzept, solche Störungen. Ne? Das ist nicht der Klimawandel. Und da ist auch nicht so, dass da keiner was dafür kann. Wenn man Fichte anbaut, hat man das leider mit eingekauft, solche Probleme. Okay, wir haben hier leider das Problem, dass Google, also was heißt, es ist kein Problem, aber wir haben den Nachteil, dass Google relativ selten Bilder gemacht hat auf der Fläche. Zumindest zwischen 2007 und 2015. Deswegen sind jetzt hier natürlich die Sachen schon ein bisschen besser bewachsen. Aber wir gehen noch mal kurz zurück. Und man sieht zum Beispiel an Flächen wie hier, hier wurde wieder gepflanzt aktiv. Und das sieht man sehr gut an den Pflanzreihen. Richtig, also von hier wurde gepflanzt. Bäume nicht in Reihen, ja. Genau, und dann gucken wir uns das mal an, wie sich das entwickelt. Und hier, das war ja auch alles unbewaldet vorher. Hier kommen jetzt wieder fleißig irgendwelche. Das sieht nach Weihnachtsbäumen aus, oder? Also was ist denn das? Sieht auf jeden Fall wild aus, ne? Gucken wir uns gleich mal an. Hier, das ist aber ja auch gepflanzt, ne? Also es sind definitiv Nadelbäume. Es ist Winter, die sind grün. Der Rest ist alles Laubbäume, guck mal. Und die restlichen Flächen, die sich quasi von selbst entwickelt haben, und wir sind jetzt hier 2020, das heißt ja auch schon nach den Dürreperioden im Frühjahr 2020, ist auch schon tatsächlich ausgetrieben, oder sind doch auch Nadelbäume. Nee, man sieht ja, die größeren, die kleineren Bäume sind ja eindeutig in den Vorjahren. Die waren im Winter braun, genau. Genau, wobei hier sieht man auch wieder Pflanzung, ne? Hier wurde auch gepflanzt. Ja. Hier wurde quasi sich selbst überlassen, da sieht man auch, ne? Also es ist, man kann es sehr gut sehen. Und auch wie gesagt, wir sind hier im Sauerland, klar, wir haben jetzt hier eine Fläche mit angrenzenden Fichten, mit angrenzenden Laubwäldern gehabt. Aber wo findet man jetzt hier, selbst im Sauerland, sieht man ja überall, nur mal ganz kurz, sieht ja überall diese hellen Laubwaldflecken. Das heißt, selbst im Sauerland, wo sehr viel Fichte wächst, ist jetzt der nächste Laubbaum nicht hunderte Kilometer entfernt, sodass er sich nicht aussamen kann. Das heißt, wir haben überall die Situation, dass angrenzend Laubbäume sind, die auch dann dementsprechend Samen geben können. Also wenn ich hier mal reinzoomst, da, das war ja gerade auch Laubwald. Also auf der ersten Übersicht, ja, genau hier. So, und da sieht man jetzt überall auf einmal Reihen. Ja, was ist denn da passiert? Also man hat da schon Fichte auch gepflanzt und es ist halt ganz viel Birke mitgekommen und dann wird teilweise hingegangen und die Birke wieder rausgehackt. Ich meine, hier sieht man es jetzt schwer zu erkennen, ob da noch Nadelbäume drin stehen. Ja, ich würde fast drauf tippen, aber kann man natürlich 100% jetzt nicht sagen anhand des Luftbildes. Ja, guck mal, da sieht man. Ja, und da werden dann die Nadelbäume wieder rausgearbeitet, die man da reingepflanzt hat. Man sieht auch, wir haben überall auch, selbst in diesen Laubwaldbereichen, Fichten mit drin. Man muss ja auch ein bisschen aufpassen, sind auch häufig Fahrspuren, aber hier in dem Bereich ist definitiv nicht gepflanzt. Ja, hier, guck mal, das sind doch Linien hier. Ja, ja. Ja, also das heißt, man hat da gepflanzt und die Natur sagt, ach wurscht, ich bringe trotzdem Laubwald, der schneller wächst als die Fichte. Hier sieht man das sehr schön auf dem Bild. Also dieses hellere Grün, dieses wolkige, das sind die Birken. Und dann ist offensichtlich in den Jahren drauf teilweise hingegangen worden, und das haben wir aber auch gesehen beim Vorbeifahren, man hackt die Birke wieder raus. Und dann kommen so Sprüche, auf Fichte kommt nur Fichte, da kommt ja sowieso nichts anderes, wo man sagt, naja, also wenn ihr die Laubbäume, die davon selber kommen, absägt, dann kommt da tatsächlich nur Fichte, aber von selber nicht. Von selber kommt ein bunt gemischter Wald, natürlich auch Fichte, auch ganz viele andere Baumarten. Und Birke ist so der typische Windwurf-Reparateur, Zitterpappel der typische Waldbrandreparateur und die anderen Baumarten, meist Laubbaumarten, kommen dann sehr schön. Aber wie gesagt, ne, selbst im Sauerland, ne, wo man sagt, okay, hier wurde jetzt natürlich auch wieder brutal viel gepflanzt, aber selbst im Sauerland, wo man sagt quasi, das ist so stark fichtendominiert, kommt eben auch nach den großen Schadflächen, hier, da hatten wir dieselbe Problematik mit hohen Temperaturen auf den Flächen gehabt, kommt, wenn man den Wald denn dann alleine machen lässt, dann auch wieder Wald zurück. Und zwar in der Regel, weil man sieht, hier wurde schon echt viel gepflanzt. Aber man, diese Bereiche, ich weiß jetzt nicht, ob das eben auch nicht, gucken wir mal ganz kurz, ob das auch entwaldet war. Ja, das wäre mal interessant.
Okay, 2000 Tiere war es noch. Bewald war auch entwaldet. Doch, es war entwaldet. Und da steht tatsächlich eine Laubwaldecke, da, wo man die ihn zumindest lässt. Auf Satellitenbildern besser aussieht als das, was da gepflanzt wurde. Also ich meine, das ist, könnt ihr gerne mal ausprobieren. Das macht eigentlich auch Spaß. Also in eurer Heimatregion, dass man mal guckt, wie hat sich das über die Jahre verändert. Und man, also wo gepflanzt worden ist, hier sieht man ja. Und hier sieht man ja auch wieder, das, was gepflanzt Muster, wurde, ist wieder eine Nadelbaumart, die damit reingepflanzt wurde. Sieht man ja hier, also das ist jetzt eine Aufnahme von März. Alles, was grün ist, kann kein Laubbaum sein in dem Fall. Ja. Und wir sehen hier in dem Gebiet, das ist auch genauso betroffen gewesen. Das ist auch die Beobachtung, die man vor Ort, also wie gesagt, klickt euch durch, könnt euch ja davon selbst überzeugen. Ich habe jetzt hier wirklich einfach zufällig irgendwas rausgewählt. Und das ist ja was Schönes. Eigentlich auch zum Abschluss was Schönes. Das gibt dir Hoffnung. Also ich meine, klar, die Bedingungen werden auch mit der Zeit immer schlechter und es wird auch immer schwerer gemacht für die nachkommenden Waldgenerationen. Aber es funktioniert. Und zwar auf großer Fläche und auch wenn vorher großflächig hauptsächlich die Fichte gestanden. Ja, das finde ich auch, ja, so ein wunderschöner Abschluss. Also klickt euch ja mal selber durch, schaut mal. Ne, und Bäume lügen nicht. Also was ihr da seht, das sind automatisch und Fakten. Und nur mal kurz, dann machen wir nämlich noch das Thema rund, weil ich hier den, das ist glaube ich der Sorpesee, ne? Klar, nichts ja, ist der Sorpesee. Thema Trinkwasser. gerade in solchen Gebieten, ne, wo man auch, wo es quasi, wo man wirklich, wo auch Trinkwasser eine wichtige Rolle spielt oder grundsätzlich Wasser eine wichtige Rolle spielt, wo man es auch die letzten Jahre gesehen hat in Durian, wo so wenig, wo so niedrige Pegelstände waren in verschiedenen Talsperren. Es ist einfach unfassbar wichtig, nicht nur auf die Holzproduktion zu gucken und sagen, wir pflanzen da irgendwelche Fichten hin, sondern einfach mal die Natur auch machen lassen. Man sieht ja, wie schlecht das mit dem Nadelbaumanbau geklappt hat. Ne? Auch das gibt, ne? Diese alten Satellitenbilder zeigen das immer wieder. Noch ein schöner letzter Hinweis von Sascha. Bei euch pflanzt Coco mit, also unsere zahme Krähe. Also die ist nur bei uns zahm, ne? Die sich über, ja, jetzt mittlerweile über 10 Jahren uns gewöhnt hat. Sagt die dir. Sagt behauptet die mir. Die pflanzt, habe ich gerade neulich mal so ein, auf Instagram, glaube ich, noch mal so ein kleines Reel gemacht, kleines Filmchen. Die pflanzt Buchen an den Weidezaun. 200 Meter, 300 Meter von der nächsten Buche weg. Es sind Krähen, nicht die Eichelhäher. Die Eichelhäher machen auch viel. Die machen viel. Es sind ja auch Rabenvögel. Aber man fokussiert sich mal auf den Eichelhäher. Im Wald stimmt das auch. Das ist hauptsächlich der Eichelhäher. Vielleicht auch sogar auf diesen Kahlflächen hier. Aber oft, gerade im Offenland, sind das auch Krähen. Und die werden ganz, ganz selten mit Waldentstehung in Verbindung gebracht. Und das ist was, was ich persönlich jeden Tag selber sehen kann, wo ich sage, da brauche ich gar keine Studie, die das sicher auch bestätigen. Aber es sind eben auch vielfach Krähen. Ne? Vögel, die manche Leute nicht so gerne mögen und sagen, hey, Leute, davon abgesehen sind die einfach cool. Aber gut, das führt schon wieder in ein anderes Thema. Ja, an der Stelle würde ich sagen, ist es so ungewohnt, dass es draußen noch hell ist. Übrigens, gerne einen Daumen nach oben da lassen, das muss ich gerade noch einwerfen, würde uns super freuen. Ja, genau, der Daumen nach oben, der obligatorische. Ich hoffe, der war schon obligatorisch, aber bei vielen von euch ja schon. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, freuen wir uns natürlich sehr. Ich freue mich auch sehr, dass ihr dabei wart bis jetzt. Wir haben jetzt schon 1949. Das ist interessant, ne? Wenn es draußen so lange hell ist, dann ja, fällt es einem auch deutlich leichter, quasi lange wach zu bleiben. Ja, und in dem Sinne? Vielleicht sehen wir uns im Café, Café Blattwerk. Und ansonsten sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. Ne, haben wir einen Termin? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube ja. Also das sollte ja, wenn alles planmäßig ist, ziemlich exakt nicht durchgeplant, aber sein. Was steht drin? Genau. 18. April, 18.15. Ja. Können wir dann mal gucken, wir probieren es dann, oder was heißt probieren es? Wir machen es dann mal um 18.15. Können wir mal gucken, ob wir es jetzt in der Sommerzeit dann auch ein bisschen später machen, wenn es länger hell bleibt. Können wir auch. Ist das egal. Aber dann machen wir demnächst mal eine Umfrage. Was euch gleich. Wir kommen eine ganz flotte Umfrage noch zum Schluss hier. Beim nächsten Mal ist aber noch 18.15 Uhr, das muss ich hier dazu sagen. Ja, aber ihr könntet jetzt, wenn ihr mögt, entweder sagen, bleibt dabei oder eben nicht. Und dann müssen wir das zu Hause mit unseren Partnerin vielleicht auch mal besprechen, wenn die möchten, dass wir nach Hause kommen. Das ist dann aber unsere interne Umfrage. Ja, also stimmt doch gerne mal mit ab, welche Zeit euch lieber ist. Ja, das ist immer durch die Verzögerung. Okay, ihr seht die Umfrage, bevor wir euch sagen, was wir da
Abfragen. Ach, geht die Umfrage jetzt schneller als das Bild. Das ist ja auch interessant. Das ist tatsächlich sehr viel. Das hätte ich nicht gedacht. Oh ja. Ja, warte mal ab. Wir gucken noch ein bisschen rein. Endet die Umfrage damit zusammen mit dem Stream, oder? Ja, ich beende die gleich mal. Ah, rein. Okay. Dann warten wir noch einen kleinen Moment. In der Zeit. Gut, also genau. Also wir sehen uns. Vielen Dank und auf Wiedersehen und tschö. Tschö mit Ö, genau, Sonja. Gut. Es ist tatsächlich noch schön hell. Es ist trocken. Ja, es ist gut. Es ist angenehm. Ich habe Hunger. Also ihr wisst ja, essen kann ich immer. Kaffee hat leider zu. Also muss ich gleich nach Hause fahren. Und da gibt es zum Glück was. Der Kühlschrank ist voll. Speisekammer ist voll. Kriegen wir was hin. Ja. Ja, okay. Leichte Tendenz. Das sind doch schon. Ich warte noch, bis 50 Stimmen abgegeben sind und dann okay. Beende ich die Umfrage. Also 46. Ja. 4 Stimmen sind noch im Topf. 4 Stimmen warten wir noch ab. 3. Ist sowas Demokratie? Keine Ahnung. Kommt dem ziemlich nah. Ne? Vielleicht erreichen wir die 50 ja gar nicht. 2. Vielleicht. Ah. Okay. Wunderbar. Ja, okay. Dann gut. Schon mal vielen lieben Dank euch. Genau, gibt es eine Tendenz zu 19 Uhr, würde ich sagen. Ne? Ja, gibt eine Tendenz zu 19 Uhr, das nehmen wir mit. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich euch auch. Und dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Und immer schön zuversichtlich bleiben. Die Bäume sind es auf jeden Fall. Tschüss. Tschüss.